Einen wunderschönen guten Morgen Ihnen zu Hause, meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist der Stahlberg-Doppelpass aus dem Münchner Airport Hilton. Wir freuen uns auf lebendige Diskussionen. Unser Publikum ist bestens drauf. Und das hat natürlich auch den Grund, dass die Fußball-Bundesliga echt spektakulär gestartet ist. Wir haben gestern tolle Tore gesehen oder am ganzen Wochenende tolle Tore gesehen. Vielleicht das Besonderste, dieses hier aus Bochum. Dieses Mega-Solo, das hat uns begeistert. Aber auch in Leipzig war richtig was los mit Szoboszlai, ein neuer Superstar, der offensichtlich auch aus der Ferne treffen kann. Und gestern Abend dann gab es noch ein richtig gutes Topspiel. Allerdings für Gladbach war es nicht so toll, denn Leverkusen hat das Ding klar gewonnen mit 4:0. Also es ist natürlich so eine Sache. Wie ist der BVB drauf? Das wollen wir auch besprechen, denn auch in Freiburg gab es Traumtore, allerdings gegen Schwarz-Gelb. Der Freistoß von Grifo und die Frage, wie kommt der BVB in die Saison? Wird das wieder so wackelig, wie das letztes Jahr lange Zeit war? Die nächste Ernüchterung also nach dem Supercup. Und es gab jede Menge Aufregerszenen. Die Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter, der Kölner Keller im Brennpunkt. Darüber wollen wir heute sprechen. Das sind also unsere Themen im Stahlberg-Doppelpass. Und wir haben tolle Gäste. Und passend zu den Szenen, die wir jetzt zum Schluss gesehen haben, ein Mann, der ja der beliebteste Schiedsrichter war, aber vielleicht auch der umstrittenste. Wir freuen uns auf Manuel Gräfe und er bringt mit Armin Fee, einen Mann, der alles erlebt hat als Spieler, Trainer, sportlich Verantwortlicher in der Fußball-Bundesliga. Da kommen die beiden. Wir freuen uns sehr, dass sie hier sind in München. Schönen guten Morgen. Servus, Armin. Manuel. Ja, schön, dass ihr da seid. Freue mich sehr. Wenn er jetzt gerade mit durch die Tür gekommen ist, wie war er eigentlich in seiner Karriere als Schiedsrichter zum Trainer? Ich bin, glaube ich, ich habe das nicht exklusiv. Ich glaube, sagen zu können, dass er mit Sicherheit einer der Besten war. Obwohl er bei mir mal zweimal im kleinen Spiel gegen Bielefeld zwei Mann vom Platz gestellt hat. Da wollte ich nämlich gerade drauf raus. Da haben wir nämlich eine wunderschöne Szene. Das war, glaube ich, 2006. Gab es ein Spiel Bielefeld gegen Stuttgart. Da hat schon zwei rote Karten. Und dann war er wieder angesetzt im Jahr drauf, was ungewöhnlich ist. Und wieder zwei rote Karten. Und dann aber auch noch den Trainer auch noch auf die Tribüne geschickt. Was war da los, Manuel? Ich war noch jung. Ach so. Nein, das gibt es ja selten, also muss man echt sagen, aber das war Volker Roth, unser Ex-Chef, der hat sich dann von solchen Dingen nicht beeinflussen lassen und das war schon sehr kurios und auch im zweiten Spiel hatte ich wirklich so den Eindruck, als ich dann wirklich wieder jemanden vom Platz stellen musste, dass so die Jungs dachten, aber ein zweites Mal zwei traut er sich nicht, aber ja, das war immer mein Anliegen. Also ich glaube, wenn man die Grätsche sieht, sagt man doch durchaus berechtigt. Ja, war was dran, ja. Ich habe auch mit Horst Held noch versucht, das Gespräch zu führen und ruhig. Aber ich glaube, Armin war nicht zu beruhigen. Aber er hat einen Mexikaner. Er hat zweimal die Mexikaner rausgestellt. Also einmal zwei Mexikaner und beim zweiten Spiel wird er Mexikaner. Es kann ja sein, dass er keine Mexikaner mag. Ich gehe gerne essen, Mexikaner. Okay. Aber eigentlich ist es ja ein Zeichen von Größe und auch von Stärke, wenn man sagt, ich mache das wieder, wenn es vonnöten ist und ich knicke da nicht ein, nur weil ich im letzten Spiel schon mal rot gezeigt habe. Nee, das war auch etwas, wo man gesagt hat, vor allem wenn man Auswärts gespielt hat als Trainer, wer pfeift uns, das schaut man natürlich auch drauf. Und Manuel Gräfe, da war ich schon immer zufrieden, weil ich gewusst habe, der macht sein Ding. Ja, egal, was er halt sieht, ne? Aber auch wenn es mal schlecht sieht, aber er zieht es durch und lässt sich nicht beeinflussen. Also ich freue mich auf das Gespräch mit euch beiden, aber wir haben natürlich noch weitere Gäste und die möchte ich Ihnen, liebe Zuschauer, jetzt auch vorstellen. Ich freue mich auf Guido Schäfer, er ist Chefreporter der Leipziger Volkszeitung, aber auch ein Mann vom Fach, selber über 150 Zweitligaspiele für Mainz. Schönen guten Morgen. Ich freue mich auf den freien Journalisten, Podcaster und unseren Sport1-Kolumnisten Tobi Holtkamp. Hallo. Hi, guten Morgen. Der Sportchef von Bild West ist hier. Schönen guten Morgen, Michael Markus. Guten Morgen. Und natürlich wieder mit in der Runde. Herzlich willkommen, unser Sport1-Experte Stefan Effenberg. Guten Morgen, hallo. Und natürlich, und da freue ich mich ebenso, Jana Woznica, gerade im Publikum. Schönen guten Morgen, Jana. Schönen guten Morgen.
Ja, und wenn wir Manuel Gräfe schon mal hier haben, dann wollen wir natürlich auch sprechen über das Regelwerk der Schiedsrichter, insbesondere über das Handspiel. Auch an diesem Spieltag war ja wieder die ein oder andere strittige Szene mit dabei. Handspiel ja oder nein, unter anderem im Spiel der Leipziger vor dieser Saison wurde die Regel ja noch einmal abgeändert. Die Absicht muss jetzt also klar erkennbar sein, beziehungsweise eine übergeordnete Rolle spielen. Damit geht man also wieder ein Stück weit zurück zum Ursprung, wo man eigentlich herkam mit dieser Regel. Und an Sie zu Hause ist jetzt die Frage, ist die Handspielregel denn jetzt endlich verständlich? Das ist unsere Frage der Woche. Stimmen Sie gerne ab, wie immer auf sport1.de oder rufen Sie uns an. Die Nummer ist auch wie immer die 01379 011 011. Und ich bin mir sicher, wir werden im Verlauf der Sendung die Szenen noch detailliert besprechen. Ganz bestimmt. Ja, und ich bin gespannt, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da meinen. Ich selber bin immer noch nicht so ganz im Klaren, was ist jetzt eigentlich Hand und was ist nicht Hand und was gilt in welchem Falle. Wir gehen gleich in die Runde, aber wollen als filmische Vorlage für unseren ersten Talk mal schauen auf den gestrigen Tag. Leverkusen, hervorragend gespielt gegen Gladbach. Ja, und es war so ein Tag, kennen wir alle, wo nichts funktioniert. So war es bei der Borussia. Frei nach Murphys Law, was schief gehen kann, geht schief. Ein klarer Fall von hoppala, kann ja mal passieren, dachte sich wohl auch der neue Trainer. Aber als Torhüter Sommer kurz darauf wieder unglücklich aussah, wirkte Adi Hütter bereits genervt. Dabei begann die Pechsträhne jetzt erst. Thüram, humpelnder Abgang mit bandagiertem Knie. Sturmkollege Plea, auch er musste angeschlagen raus. Dann erwischte es Außenverteidiger Leiner. Seine Verletzung wurde wenigstens mit einem Strafstoß versüßt, aber Stindls Ausführung passte zu diesem gebrauchten Tag. Da kann man schon ins Grübeln kommen. Aber jetzt reichte es doch. Mitnichten das nächste Hoppala. Die Gladbacher mussten sich fühlen wie in einer Geisterbahn ohne Ausgang. Wie in einem Albtraum, aus dem man nicht aufwacht. Mit Ginter ging schließlich der vierte Schlüsselspieler wegen Verletzung. Gnade jetzt. Aber Hütters Mannschaft blieb nichts erspart und sie hatte nicht nur Pech. Noch einmal patzte Sommer. Krönung eines verkorksten Auftritts, einer Nichtleistung mit 4 Gegentoren und mindestens ebenso vielen Lädierten. Keine gewöhnliche Niederlage, eventuell sogar eine mit gravierenden Folgen. Denn dieses Desaster könnte den Gladbachern einen echten Knacks geben. Das ist die große Frage. Ne? Kann man das so abhaken und sagen, naja, war einfach mal Pech, da ist viel Blödes zusammengekommen? Oder könnte das nachhaltige Folgen haben? Was meinst du, Stefan? Gestern lief so ziemlich alles verkehrt bei den Gladbachern von der ersten Minute an. Wir haben es ja im Bericht gehört, 4 Verletzte raus. Sommer, letzte Woche gegen Bayern Glanztag gehabt, Weltklasse gehalten, gestern nichts gehalten. Und wenn sowas zusammenkommt, dann gehst du mit 4-0 vom Platz. Manchmal ist es besser, 4-0 zu verlieren. Dann weißt du, was du besser machen musst in der nächsten Woche. Aber einen Knacks sehe ich jetzt noch nicht, weil ich denke schon, dass die Gladbacher eine ordentliche Saison spielen werden. Armin, selber in Gladbach gespielt, du kennst die Situation als Trainer, du kannst dich vielleicht auch reindenken in Hütter. Es ist natürlich nicht so, wie du reinkommen willst. Wie siehst du das? Nein, vor allen Dingen, wenn du natürlich neu anfängst, ne, weil wir haben einige Trainer in der Saison, die gewechselt sind, ist es natürlich hilfreich, wenn man anfangs natürlich erfolgreich ist. Und von daher, Knacks möchte ich nicht sprechen, da ist auch zu viel Qualität in der Mannschaft. Was mich gewundert hat, dass das Spiel vor allem die erste Viertelstunde unheimlich aggressiv geführt worden ist von Leverkusen und Gladbach eigentlich gar nicht auf dem Platz war. Das hat mich gewundert. Das ist der zweite Spieltag. Ja, gegen Bayern eine Woche vorher haben sie wirklich auch so gespielt wie die Leverkusen, nämlich aggressiv und wirklich auch mit viel Leidenschaft. Und das hat mir gefehlt von der ersten Minute an. Deshalb ist Leverkusen auch dann in Führung gegangen. Aber für einen Trainer selber ist es natürlich jetzt Arbeit. Ne? Es ist immer mehr Arbeit. Oh, ich gehe mal vorbei. Es ist immer mehr Arbeit natürlich, wenn du nicht erfolgreich bist. Und wenn du neu anfängst, ist es hilfreich, wenn du schnell erfolgreich bist. Weil dann glauben die Spieler auch schneller an das, was du vorgibst. Ja. Hugo beugt sich nach vorne. Das ja, heißt, nee, ich fand die Frage gut und berechtigt, ob es einen Knacks geben kann. Weil in meinen Augen kann es das tatsächlich, weil genau wie Armin Fehr eben sagt, ne, das ist extrem hilfreich, wenn du gut startest. Gerade wenn du mit so einem Rucksack von, ich weiß nicht, 7,5 Millionen, die es an Ablöse jetzt auch waren für den Trainer, wenn du da reinkommst und vorher war es irgendwie auch eine erfolgreiche Zeit. So, und wenn das jetzt zu Beginn nicht direkt läuft,
dann kann sich das ganz schnell in so eine Saison schleppen. Und Adi Hütter war vor allem dann immer ein sehr guter Trainer, wenn er eine funktionierende, motivierte Truppe gehabt hat. So, und wenn es dann mal schwierig wurde, dann hat er sehr selten gehabt. Aber wenn wir die letzten Monate jetzt auch bei seinem letzten Verein uns anschauen, nachdem er dann den Wechsel bekannt gegeben hatte, ne, dann war da auch eine schwierige Situation zu managen. Ja, aber bei Frankfurt ist er auch so reingekommen, ist auch so ein Pokal genau, geflogen und hat auch gegen die Bayern sehr hoch verloren. Den Supercup, und dann, ne? Danach die Geschichte, die er da hingelegt hat, kennen wir auch. Ne? Ab September lief es dann sozusagen. Also klar, ne? Nur das ist nicht ohne. Also der Knacks, der kann schon, wenn das jetzt noch zwei, drei Spiele, ich glaube, jetzt spielen sie gegen Union nächste Woche, auch nicht leicht. Michael, was ich interessant fand gestern nach dem Spiel, haben viele Spieler, Lars Stindl zum Beispiel, gesagt, vielleicht haben wir uns zu sehr aufgeruht auf dem, was wir positiv empfunden haben vom Bayern-Spiel. Hältst du das für plausibel? Also ja. Und erstmal fand ich es auch sehr, sehr erfrischend ehrlich, dass er sich gar nicht irgendwie auf die Verletzten-Situation oder sowas, die ja schon gewaltig ist, berufen hat, sondern einfach gesagt hat, wir haben Mist gespielt und auch seinen eigenen Elfmeter, der nun wirklich auch eher so im 4-Minus-Bereich war, sich sofort selbstkritisch da gestellt hat. Ich glaube, die haben da einige Probleme auf sich zukommen, unabhängig von den schweren Verletzungen, zum Beispiel Leimer, glaube ich, Knöchelbruch und dann die anderen haben Kniegeschichten, weil auch noch einige Transfergeschichten gar nicht geklärt sind. Was ist jetzt mit Thuram? Was ist mit Zakaria, den man loswerden möchte und auch muss, glaube ich, der auch zwei schwere Kniegeschichten hatte und einfach, glaube ich, an der Stelle nicht mehr der Richtige ist. Und was ist mit Ginter, mit dem bis dato erst ein einziges Gespräch unseren Informationen nachgeführt wurde, kein klares Angebot gemacht. Den lässt man so ein bisschen irgendwie zappeln, habe ich das Gefühl. Da müssen Sie sich nicht wundern, wenn er vielleicht am Ende noch abspringt. Es sind nur noch irgendwie 10 Tage, 9 Tage. Also da ist so viel unklar. Und wenn du das natürlich jetzt weiter mit durch die nächsten Tage und Wochen trägst, dann wird das auch für Herrn Hütter, egal ob der 7,5 oder 20 Millionen gekostet hat, wird das schwierig, das alles zu sortieren. Und da ist jetzt halt auch Max Eberl gefordert. Ne? Im letzten Jahr hat man gesagt, man hält alle Stars, man will unbedingt in diese Champions League. Das ist krachend gescheitert, mit Rose am Ende noch so eine Extranote gehabt. Also da ist viel im Umfeld, was da noch die ganze Sache belasten könnte. Stefan, du schaust so, als ob du da nicht ganz mitgehst oder doch? Also ich glaube, um die Frage zu beantworten mit dem Knacks, gebt Gladbach nochmal 3 oder 4 Spiele, dann haben wir definitiv die Antwort. Mhm. Sie stehen natürlich unter Druck, weil sie im letzten Jahr sind sie 8. geworden, haben den internationalen oder das internationale Geschäft nicht erreicht. Da ist der Druck logischerweise auf dem Kessel. Aber wir können heute nicht sagen, weil sie gestern 4-0 verloren haben und echt scheiße gespielt haben, sagen, die haben jetzt einen Knacks. Ja, dafür ist zu viel Qualität, Armin, da gebe ich dir recht, im Kader drin, um das zu richten. Und das werden die nächsten 3 oder 4 Spiele. Ich glaube, wenn wir Mitte September hier sitzen, dann haben wir eine klare Antwort über die Frage, die gestellt wurde. Ich meine, diese Frage, die Michael ja auch so ein bisschen angerissen hat, man weiß nicht, was in den 9 Tagen noch passiert, wie der Kader dann wirklich aussieht. Was ist eigentlich die Mannschaft, mit der ich dann arbeiten kann? Die stellt sich ja für viele Vereine. Ja, also das ist schon eine schwierige Situation jetzt momentan für die Trainer, wenn du nicht weißt, bleibt ein Thuram, bleibt ein Zakaria, was ist mit einem Ginter, und so sieht es bei anderen Vereinen ja auch aus. Und du hast eigene Probleme, Stefan hat es erwähnt, verletzt und so weiter, Elfmeter nicht reingebaut, da gehst du da auch mal. Scheinbar Probleme mit dem Mikrofon. Ich höre dich hervorragend hier auch über die Beschallung, aber vielleicht geht es nicht raus. Also wenn man ein Anfangsprogramm hat mit gegen Bayern München und in Leverkusen, kann man auch mal ohne Punkte rausgehen. Ein Punkt ist nicht viel, aber man muss auch dazu sagen, bei all den Problemen, die Gladbach hat, Leverkusen ist natürlich brillant besetzt, seit Jahren ein Versprechen auf die Zukunft. Du denkst immer, die können Meister werden, und offensichtlich hat es der neue Trainer jetzt fertiggebracht, die PS, die dieser Kader hat, um auf den Platz zu bringen. Wenn die laufen, wenn die nach vorne, nach hinten laufen, ihr Talent ausspielen, können die natürlich ganz weit oben landen, und dann gehst du auch mal 4-0 unter. Ein Knacks, glaube ich, auf gar keinen Fall. In Leipzig hat man auch gedacht, nach dem 0-1 in Mainz ist schon ein Knacks, nichts gibt's. 4-0 gewonnen, jetzt geht's nach vorne. Ja, Leverkusen war schon stark gestern, ne? Vielleicht schauen wir mal ein bisschen in die Szenen rein von diesem Spiel. Das ging für Gladbach nicht so besonders gut los mit dem frühen Gegentor. Stefan, da hat der Jan Sommer
einfach nur Pech? Fußball, ne? Also da kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Ja, also wir sehen hier nochmal die Zeitlupe. Ja, erstmal hat er im Grunde Glück, ne? Weil er bleibt ja stehen und setzt darauf, dass der Ball nicht ins Tor geht. Ne? Da wird ihm schon ganz kurz, für einen ganz kurzen Augenblick Stein vom Herzen gefallen sein. Okay, Pfosten, und dann zack, ist er dann doch drin, weil sein eigenes Bein im Weg stand. Also bitter, aber passte, genau, manchmal passt es dann. Und Stefan hat ja komplett recht, lieber einmal klare Klatsche 0-4, weil das weckt dich auf, statt da irgendwie ärgerlich zu verlieren und dir eine Woche anzuhören, war ja eigentlich alles super, ne? Ja, aber es ging dann so weiter, halt auch früh das zweite Tor. Patrick Schick, gucken wir auch da nochmal rein. Da ist natürlich auf der rechten Seite, das Duell war ein ungleiches, würde ich mal sagen, ja, mit Diaby und dem jungen Amerikaner Scully. Ja, der locker vorbeizieht, ne, mit seinem Tempo. Ja, Schick macht vieles richtig, nicht perfekt, muss ich mal dazu sagen. Aber auch den muss Sommer halten. Also jetzt müssen wir nicht fragen, er kann ihn halten. Nein, er muss ihn halten. Mhm. Ich wiederhole mich, letzte Woche hätte er ihn gehalten. Ja, und so sind sie ins Spiel gekommen. Und dann hat bei Leverkusen auch wirklich alles funktioniert. Ja, dann lief das wirklich reibungslos bei Bayer Leverkusen. Und Borussia Mönchengladbach kam nie so richtig ins Spiel. Es gab dann die Verletzung von Thuram relativ schnell. Michael, der war ja ein Kandidat, eigentlich möglicherweise noch abgegeben zu werden. Jetzt sieht es so aus, als bleibt er. Möglicherweise auch, weil man ihn gar nicht mehr verkaufen kann mit der Verletzung. Also für Gladbach ist das besser, wenn er bleibt, ja? Weil wenn ich ihn abgebe, unser Karriere, dann wird das mit Europa, glaube ich, nicht ganz so einfach. Thuram ist da für mich schon so ein Herzstück einfach. Was mich gestern total beeindruckt hat, war wirklich einfach dieses extreme Tempo der Leverkusener. Und da, das hat ja auch wenig jetzt irgendwie mit einem schlechten Tag zu tun, sondern die sind einfach wirklich plattgerannt worden, die Gladbacher. Mhm. Und wenn sich das jetzt auf Strecke so darstellen sollte, dann werden die noch gegen andere Mannschaften Probleme kriegen. Aber das war gewaltig, was Leverkusen. Aber Michael, wenn du 30 oder 35 Millionen für Thuram kriegen kannst, das ist das Preisschild, das ihm umgehängt, dann musst du ihn ja aber ist die Frage, musst du ihn abgeben. Ist, ne? Dein Anspruch ist Europa, was hat Hütter klar formuliert. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn er den auch noch abgeben muss, dann wird's eng. Je nachdem, was noch in der Hinterhand ist. Ja, nur sie müssen ja verkaufen. Sie haben wirklich noch keinen Spiel Sie haben so viele halb ins Schaufenster gestellt, wenn Ginter Angebot, wenn das am Ende jetzt der Countdown läuft, das, was ich skizziert habe, genau, ist nichts auf der Habenseite. Und ich glaube, Mönchengladbach funktioniert auch so, dass auf jeden Fall was reinkommen muss. Ne? Ja, deswegen. Neuhaus. Also, du hast auf der einen Seite den sportlichen Anspruch, ja? Du möchtest besser abschneiden als im letzten Jahr, und auf der anderen Seite die wirtschaftliche Not. Die ständige Herausforderung, das genau. Das zu balancieren, das ist, ja. das ist die Aufgabe. Ne? Ja. Ich meine, das kennst du auch als Verantwortlicher in Köln, wenn man mit eingeschränktem Budget arbeiten muss. Und das ist offensichtlich in Gladbach so, wenn man einem Ginter ein Angebot, was offensichtlich niedriger ist als das, was er jetzt bekommt, nur noch geben kann, einem Nationalspieler, dann weiß man schon, woher der Wind weht. Ja, das haben natürlich alle Vereine momentan, vor allem auch in der Bundesliga. Durch die Corona-Zeit haben sie natürlich wesentlich weniger Einnahmen gehabt, haben einige Verluste abschreiben müssen im Prinzip. Und es ist dann schon eine andere Situation, wie es normal ist, ja, wo du längerfristig planen kannst. Ja. Und dementsprechend haben alle Vereine das Problem. Aber natürlich ist es immer so, dass du, wenn du jemanden abgibst wie Thuram, das ist ein ganz wichtiger Spieler für Borussia, hat er ganz entscheidende Tore gemacht, um auch die Spiele dann zu gewinnen, ein Jahr vorher unter Rose, Champions League Teilnahme, dann brauchst du natürlich auch Ersatz. Ich glaube nicht, dass sie nicht schon dran sind, auch einen anderen zu holen. Aber das ist das Vakuum, wo du bist. Du weißt nicht ganz genau, geht er jetzt oder geht er nicht. Und du kannst aber dem anderen, den du dann vielleicht schon in der Hinterhand hast, kannst du auch noch nicht holen, weil du kannst nur holen, wenn du den anderen verkaufst. Und das ist das Dilemma. Und das haben aber dann viele, viele Clubs. Und die es am besten regeln, sind auch meistens dann erfolgreich. Ich meine, ich bin ja sowieso kein Freund davon, dass die Transferperiode so lang offen ist. Also ich meine, das kann doch kein Zustand sein als Trainer. Wir haben es ja gerade auch schon angerissen,
dass du nicht weißt, mit wem gehst du in die Saison. Da spielen dann manche nicht, wie ein Andrich bei Union gegen Leverkusen, wenn man weiß, der geht dahin und so weiter, auch bei Sabitzer und so. Das ist doch, das ist doch alles. Ja, das sind die auslaufenden Verträge natürlich, ja, die man hat. Gut, aber, ja, aber was hast du für eine Chance? Wenn, dann müsstest du international alle. Ja, müsstest du das synchronisieren irgendwie, haben, ja, klar. Weil sonst hast du natürlich gegen den anderen Ligen einen Nachteil, wenn du das dann früher schließt. Und das kannst du gar nicht machen als Bundesliga, weil dann hast du im europäischen Wettbewerb gegen die anderen einen riesen Nachteil und dementsprechend haben das alle Clubs. Manuel, wie schaust du eigentlich, wenn du solche Spiele jetzt schaust, wie schaust du die eigentlich? Schaust du nur auf den Schiri oder begeisterst du dich auch am Tempo von Diaby oder an der Abschlusstechnik von Schick? Oder wie? Ich meine, du hast selber gut gekickt, also du wirst wahrscheinlich nicht nur den Schiedsrichterblick haben, das interessiert mich trotzdem. Ja, durch die Schiedsrichterzeit hat man schon einen anderen Blick aufs Spiel. Also man schaut umfassender, während man früher mehr dem Ball nur alleine gefolgt ist. Ein Trainer schaut nochmal anders. Ich schaue das jetzt so langsam, merke ich wieder, mit anderen Augen. Man löst sich dann auch wieder relativ schnell aus dieser Schiedsrichterperspektive. Aber früher, als ich halt gepfiffen habe, konnte ich mich nicht begeistern an solchen Aktionen, weil du ja selber im Tunnel bist und hast deine Aufgabe. Natürlich geht einem auch als Fußballer das Herz auf, wenn man solche Mannschaften mit solchem Tempo jetzt wie Leverkusen sieht. Aber natürlich ist auch das Recht der anderen Mannschaft gegenzuhalten. Und wenn es ihnen dann wie gestern nicht gelingt, dann geht es auch in Leverkusen mal schnell 4-0 aus gegen einen. Also ich würde da Tobi auch ein bisschen widersprechen. Ungerne, du weißt, aber Leverkusen ist schon eine Top-Mannschaft. Wenn die ins Rollen kommt, sind die schwer zu stoppen. Und Gladbach hatte gegen Bayern ein gutes Spiel gemacht. Ein bisschen Pech in den Entscheidungen in den letzten Minuten. Also die hätten da durchaus auch gewinnen können. Und ich finde, jetzt nach einem Spiel sollte man sich nicht zu sehr in den Senkel stellen. Ja. Und so würde ich so dieses Spiel einordnen. Leverkusen hatte einen Top-Tag und bei Gladbach ging gar nichts. Und das ist halt mal am zweiten Spieltag möglich. Aber wir haben jetzt eine Szene, wo deine Expertise ganz wichtig ist für uns. Nämlich dieses Foulspiel zum Elfmeter, was dann auch mit dieser Verletzung geendet hat, mit dem Knöchelbruch. Jetzt ist ja die große Frage, war das auf der Linie, also damit im Strafraum oder nicht? Was ist da maßgeblich? Wo das Foul anfängt, die zweite Berührung, ich weiß es nicht. Du weißt es, sag's uns. Ja, also es wird ein bisschen unterschieden zwischen Fußvergehen und zwischen Haltevergehen. Beim Fußvergehen sagt man nicht immer, es ist der erste Kontakt. Ja. Also wenn man jemanden abgrätscht, berührt man den ja auch. Das wäre dann außerhalb gewesen, oder? Es ist normalerweise sozusagen der erste Kontakt entscheidend. Beim Halten ist es immer der Endpunkt. So ist erstmal die grundsätzliche Auslegung. Okay. Trotzdem gibt es aber auch so einen Grundsatz, so ein bisschen für die Mannschaft, die schon das Foul macht, soll der größtmögliche Nachteil entstehen. Weil die Faulen schon, der will den ja daran hindern, in den Strafraum einzuziehen. Und hier gibt es ja mehr oder weniger zwei Vergehen. Mhm. Insofern kann man das schon begründen, indem man sagt, einmal da an der Grätsche, wo er den Fuß umknickt und dann trifft er ihn nochmal am anderen. Das kann man auslegen wie zwei Vergehen und wenn man sagt, vielleicht reicht ihm das erste nicht, was jetzt schwierig wäre, weil das wäre eigentlich auch schon ein klares Foul. Aber wenn man dann sagt, das zweite ist unklar und das ist auf der Linie, dann finde ich das in dem Fall richtig, weil das waren für mich dann auch zwei einzelne Aktionen gegen den Gegner und auf der Linie und deshalb fand ich richtig. Und dafür zum Beispiel ist der Videobeweis auch gut. Ja, aber sowas ist nicht zu erkennen, ganz ehrlich, wir haben ja gerade über das Tempo gesprochen. Ja, ja. Der kommt da mit 25 km/h an und da geht es um Zentimeter und der erste Eindruck war außerhalb. Der war auch nachvollziehbar, weil auch der erste Kontakt außerhalb war, eigentlich gut gesehen. Und dann siehst du halt auch, der zweite Kontakt war noch auf der Linie. Insofern war das dann für mich eine richtige Entscheidung von Dennis und haben sie im Verbund mit dem Videoschiri-Team gut gelöst. Jetzt eine Frage von mir. Wir reden jetzt hier, ob Elfmeter, ja oder nein, innerhalb, außerhalb, auf der Linie. Ist das nicht vielleicht mehr als eine gelbe Karte? Das ist vielleicht die Frage, die wir mal stellen sollen. Ja, darüber könnte man auch diskutieren. Ich sage mal so, im Original, sage ich mal, konnte ich mit Gelb auch gut leben und ist auch nachvollziehbar für mich, wenn man es jetzt so sieht. Kann man sicherlich auch über Rot nachdenken, von hinten auf die Achillessehne. Das ist gesundheitsgefährdend, jetzt ist es auch noch dazu gekommen. Ob es jetzt die Seite war, weiß ich gar nicht, wo er sich den Knöchel gebrochen hat. Ich glaube eher die andere so. Aber nichtsdestotrotz, diese Entscheidung ist für mich noch irgendwie so im Kann-Bereich, sage ich mal. So, wenn jemand Rot gibt, finde ich das genauso nachvollziehbar wie jemand, wenn jemand sagt, so, ja, der ist der Fall noch irgendwo theoretisch spielbar, ist ein bisschen ungestüm. Das ist so eine Entscheidung, die ist für mich auf beiden Seiten möglich und deshalb nichts für ein Videoschiri. Ich finde, da sollte er dann die Entscheidung stehen lassen. Jetzt hat sich Dennis ja ohnehin die Szene dann nochmal anschauen können. So. Aber faktisch ist halt immer das, dass es auf der Linie ist und dann wird es einfach nur mitgeteilt. Ganz kurz, das ist aber genau die Haltung, die Sie in Leverkusen haben zu der Szene. Ich habe gestern Abend da mit zwei Jungs aus der Mannschaft, einem aus dem Staff, einem aus der Mannschaft direkt sprechen können. Die haben gesagt, im Grunde müssen wir froh sein, dass es da keine rote Karte gab. Ne? So können wir es auch mal sehen. Ne? Also
Weil das war ja wirklich, wie er da reingegangen ist, ne, mit dieser Doppelschere. So guckst du, wenn du bei YouTube Tutorial googelst, wie faul ich richtig und heftig. Ich glaub, dann, das gibt solche Tutorials. Kann ich mir vorstellen, gibt es eigentlich alles. Immer schaust, aber dann kommt da wohl so eine Szene bei raus. Ne? Weil, so, und dass die zweite Berührung auf der Linie ist, da darfst du dich gar nicht beschweren, hat keiner in Leverkusen gemacht. Sondern ich glaube, die waren froh, dass die zu 11 weitergemacht haben. Die Situation wird halt abgelenkt, weil es hier wirklich um diesen Elfmeter ging. Ich sage, wird dieser Zweikampf im Mittelfeld geführt, kriegt er rot. Ja, für mich ist auch eher rot, ja, wenn ich es mir so anschaue. Ja, vor allen Dingen würde ich sagen, weil er auch sich dann auch schwer verletzt hat. Überlegt man dann auch im Prinzip? Ja, das soll natürlich keine Rolle spielen. Aber macht man das dann subjektiv? Nee, also es gibt mal Situationen, muss man schon sagen, wenn dann, weiß ich nicht, man sieht, dass der Stollen dann wirklich den Oberschenkel, sag ich mal, gestriffen hat, dann kann man das schon als Indiz hier mit hinanzuführen. Aber grundsätzlich soll man sich davon lösen, weil es hätte auch sein können, der steht auf und spielt weiter. Das ist jetzt Glück und Pech in solchen Situationen. Natürlich durch solche Aktionen forciert man natürlich solche Verletzungen. Und da ist natürlich auch die Aufgabe des Schiedsrichters und des Schiedsrichterwesens generell, die Gesundheit zu schützen. Und natürlich auch am ersten, zweiten Spieltag so ein bisschen Signale zu senden für die Saison, muss man schon auch sagen. Insofern wäre Rot hier besser gewesen, aber ich kann auch nachvollziehen, dass er aufgrund der Gesamtentscheidung auf Gelb ging. Vielleicht hat er sich auch wirklich in dem Augenblick ein bisschen mehr auf, was Stefan sagte, erstmal auf die wichtige Entscheidung konzentriert, innerhalb, außerhalb, dann noch Gelb-Rot. Aber ich kann Dennis verstehen, dass er irgendwie noch zu Gelb tendiert hat. Wenn man im Zweifel ist, soll man auch als Schiedsrichter die mildere Strafe anwenden. Das ist auch so ein Grundsatz eigentlich im Schiedsrichterwesen. Wenn du zweifelst, dann die geringere Strafe. Ja, und ich kann es noch irgendwie nachvollziehen. Okay. Im Zweifel für den Angeklagten, kennen wir ja auch so aus dem normalen, zivilen Umgang miteinander. Ja, wir machen eine kurze Unterbrechung, liebe Zuschauer. Ich glaube, Sie haben gemerkt, wir hatten am Anfang ein paar Tonprobleme, bitten wir uns zu entschuldigen. Jetzt müsste alles wieder funktionieren. Auch bei dir, Guido, wenn wir gleich hinkriegen, dass du nicht immer diese Handgurke da nehmen musst. Wir haben noch viel zu besprechen über das Topspiel von gestern Abend, natürlich über den BVB. Wir kommen noch zu vielen, vielen Dingen, auch zu Manuel Gräfe in seiner Klage gegen den DFB wegen Altersdiskriminierung. Das wollen wir uns auch natürlich ausführlich alle Argumente anhören. Also, es lohnt sich, wenn Sie dranbleiben. Wir sind gleich wieder hier zurück im Hilton in München am Airport mit dem Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Willkommen zurück zum Stahlwerk Doppelpass hier auf dem Airport Hilton. Hajo von Adel und Ben spielt. Und wir sind bereit für die nächste Runde. Wir waren mitten in der Analyse zum Leverkusen gegen Gladbach-Spiel. Wir haben das Foulspiel besprochen, die Diskussion darüber, ob die Kartenfarbe richtig war oder nicht. Innerhalb, außerhalb haben wir geklärt. Aber schön, dass wir immer wieder hier Szenen finden, über die wir so kontrovers diskutieren können. Gehen wir mal weiter in diesem Spiel. Stefan, 3:0 für Leverkusen. Diaby. Was man da vielleicht auch ganz gut sehen kann, ist, wie Gladbach verteidigt oder wie sie nicht verteidigen. Ja, obwohl sie ja in Überzahl sind, aber auch das ist natürlich dann unglücklich. Das ist halt ein schwarzer Tag gewesen. Das war einfach so. Wie gesagt, die Gladbacher hier bei dem Konter in Überzahl gleich im Strafraum, aber sie kriegen es nicht verteidigt. Vergessen hinten den Raum. Jetzt, so, den. Der ist komplett blank, aber der hat einfach Glück. Ja. Was soll ich dann noch zu sagen? Am Abschluss meinst du? Es tut mir leid für die Gladbacher. Der wäre ja sonst, wenn er nicht abfällt, wäre er ins Kurze reingegangen, oder? Also Sommer hätte ihn gestern auf jeden Fall nicht gehalten. Sagen wir es mal so. Okay. Der Effe spricht auch immer so ein bisschen das Fanherz, das merkst du, ne? Ja. Gladbacher Junge. Nee, bin ich nicht. Bei dir gibt's. Nein, aber du hast trotzdem... Das ist ein Hamburger Junge, aber ein Gladbacher Herz hast du schon, ne? Auf jeden Fall, das merkt man schon. Natürlich, ja. Armin ja auch, glaube ich. Ich glaube, das sah nicht so aus, dass die alten Gladbacher, auch wenn sie nicht so lange da waren, du warst ja länger da, natürlich erfolgreicher, aber dass man immer Verbindung zu dem Club hatte, stimmt. Gucken wir das letzte Tor auch nochmal an, das 4-0. Amiri war der Torschütze. Weder Diaby, der echt bisher gut in die Saison gestartet. Das Spiel gelaufen. Ne? Die Gladbacher gehen ja gar nicht mehr in die Zweikämpfe rein oder versuchen sie zu stellen. Aber wie der Wirtz denn reinspielt, ist auch nicht so schlecht, oder? Ja, und da auch wieder 5 eigentlich in Überzahl mit 4 oder 5 Leuten. Aber Stefan, an so einem Tag muss man doch auch mal sagen, die haben einfach geil gespielt, Leverkusen. Ja, haben sie auch. Dass man nicht nur die Fehler von Gladbach sieht. Es war einfach toll, dazu zu gucken. Und ich bin mal gespannt. Ich glaube, die wollen wirklich oben angreifen. Wäre ja mal schön, wenn jemand anders als Bayern Meister wird, also RB oder Leverkusen.
Nach dem vierten Tor gab es ja noch ein zusätzliches kleines Skandälchen, weil der Stadionsprecher beim 4-0 dann die Torhymne von Mönchengladbach gespielt hat, um sie nochmal zu provozieren. Wir hatten ja letzten Sonntag hier, ist das, ja. Hatten wir die Torhymne von Bayer Leverkusen vorgespielt. Die der Simon Rolf so und der sie nicht so erkannt hat. Kannte. Ja, das fand ich auch ganz gut. Ja. Okay, und dann haben sie mal die von Gladbach genommen, weil sie die eigenen nicht kennen. Oder? Bei den ersten drei lief schon die Exklusivinformationen von Tobi. Leverkusen kennt sich aus. Ne? Aber wenn das so war mit der Hymne, sage ich dir, wäre ich jetzt Gladbacher Spieler, wird das für mich nicht on top Motivation, am Ende der Saison vor Leverkusen zu stehen. Genau, ja, und vielleicht im Rückspiel dann drei oder viermal die Hymne aus Leverkusen zu spielen im eigenen Stadion. Ja, war das jetzt ein Zufall oder war das... Ich saß ja nicht am Regler, also insofern, das kann ich nicht... Ich glaube nicht, dass es ein Zufall war. Aber ich denke schon, dass die gesagt haben, pass auf, wenn viertes Feld, dann spielen wir jetzt mal, das ist ja schon ein heißes Duell da am Rhein. Die spielen ja nicht in Leverkusen, die Gladbach-Hymne, also die spielen ja... Also nee, das haben muss sie, Absicht das gewesen haben sie sein. Gemacht, natürlich. Genau. Also keine Frage. Gut, Leverkusen wirklich stark. Sind wir gespannt, was unter Simeone da noch kommt in der Saison. Wir haben es ja gerade gehört, du traust ihnen eine Menge zu und wünschst dir, dass sie oben angreifen. Bei Dortmund waren wir uns von vornherein klar, die spielen eine gute Rolle. Die werden es Bayern schwer machen. Jetzt gab es aber gestern dann eben doch dieses Ding in Freiburg. Und damit unter anderem beschäftigt sich jetzt Jana. This magic moment. Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video. Ja, Marco Reus und der BVB sind ja auch in dieser Saison wieder in der Champions League mit dabei. Aber der Auftritt in der Bundesliga gestern gegen den SC Freiburg, der war noch nicht so wirklich königsklassenreif. Und in Dortmund wird man sich wahrscheinlich fragen, ja, geht das denn schon wieder los? Schon wieder gegen einen vermeintlich kleinen Gegner. Und auch wenn der BVB mehr vom Spiel hatte, in der Offensive war das einfach zu harmlos. Es waren 19 Schüsse, die abgegeben wurden. Nur zwei gingen davon aufs Tor. Im Grunde genommen haben die Dortmunder überhaupt kein Tor erzielt, denn das, was sie erzielt haben, war am Ende des Tages ja auch noch ein Eigentor. Ja, und wo war eigentlich Erling Haaland? Den hatte Nico Schlotterbeck auf jeden Fall gut im Griff. Und wenn er nicht trifft, dann sieht es mau aus beim BVB, wie auch schon im Supercup in der letzten Woche. Und da stellt sich natürlich die Frage, sind die Dortmunder zu abhängig von Haaland? This magic moment. Die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video. Ja, Michael, sind Sie zu abhängig? Aktuell stellt sich das so dar, ja. Wobei ich grundsätzlich sage, dass der Kader sehr gut besetzt ist. In der Abwehr sollte man noch was tun, das ist aber seit Jahren bekannt. Ist immer noch mal ein bisschen stärker und schwächer ausgeprägt. Und dann sind die sehr wohl mit RB, damit du auch zufrieden bist, Meisterschaftsfavorit zusammen mit den Bayern und können denen das streitig machen. Und meiner Meinung nach müssen sie es in diesem Jahr auch schaffen, weil ich glaube nicht, dass sie in den nächsten 10 Jahren einen besseren Stürmer als Erling Haaland haben. Und im nächsten Jahr sehe ich den aktuell nicht mehr in Dortmund. Von daher muss es jetzt passieren. Und auch Marco Reus hat in seinem Alter nicht mehr so viele Chancen, um mal Meister zu werden. Von daher stehen sie ja unter Druck und qualitativ können sie das leisten. Problem ist dieser Zwergenkomplex, der sich da so reingefressen hat in den letzten 9 Jahren, in denen Bayern Meister geworden ist, dass sie immer wieder diese Spiele herschenken. In der letzten Saison haben sie, glaube ich, 6 Spiele gegen Teams der Mittel- und Unterschicht, sage ich jetzt mal böse, verloren. Jetzt geht das schon wieder los, wobei Freiburg natürlich eine Mannschaft ist, die auch hin und wieder nach Europa gehört. Aber das ist das große Problem. Diese Konstanz, die muss der Rose reinbringen. Und wenn man auf diese 9 Jahre guckt, und das mache ich bei Dortmund nur noch, dann haben sie da 163 Punkte Rückstand auf Bayern erwirtschaftet in diesen 9 Jahren. Und das ist das große Problem, diese Gegentorflut. 374 Gegentore in der Zeit, in der Bayern im Vergleich 234 nur gefangen hat. Das sind, glaube ich, Zahlen, die ganz gut das Dortmunder Problem verdeutlichen. Und das bekommt man, egal mit welchem Trainer, da nicht so richtig in die Spur. Und wenn wir jetzt den Zahlen da folgen, Stefan, dann ist die These, es ist nur die Abhängigkeit von Haaland, wahrscheinlich nicht richtig. Wenn sie offensichtlich eben defensiv auch noch nicht so funktionieren, wie man sich das wünscht. Ja, aber gestern war ja das Spiel, wo nicht die Defensive das Spiel verloren hat, sondern tatsächlich die Offensive. Mhm. Sie hatten viel mehr Ballbesitz, hatten, ich glaube, 18-8 Torschüsse. Also sie haben ja kreiert die Möglichkeiten, nur sie haben sie liegen lassen. Also es liegt ja dann im Endeffekt auch nicht, auch die Gegentore, die wir vielleicht noch sehen, nicht unbedingt an der Defensive. So eine Niederlage ist natürlich bitter gegen Freiburg, keine Frage. Und Dortmund ist einfach nicht in der Lage, nach Freiburg zu fahren, natürlich im Kopf das Spiel zu gewinnen, aber zu sagen, wir sind vielleicht heute auch mal mit einem Punkt zufrieden, was vielleicht hinten raus
dann Gold sein könnte. Das kriegen sie halt nicht hin. Das kriegen sie nicht hin. Nur solche Spiele darfst du natürlich nicht 5-6 Mal abliefern, sonst hast du keine Chance. Und das ist aber die Problematik, ne? Und du hast jetzt schon wieder 4 Gegentore. Ich weiß, gestern war das nicht zwingend die Abwehr und in der Abwehr fehlte auch mal Zummel, sage ich mal, und vielleicht noch der eine oder andere, der in der Startelf eigentlich sonst seinen Platz hat. Und trotzdem passiert das ja immer wieder. Ja, aber wir können nicht letzte Woche sie auf den Sockel stellen und sagen, ja, aber du hast trotzdem 5 Tore geschossen, aber auch wieder 2 gefangen. Ne? Die Konstanz fehlt, das ist Fakt. Genau. Das war in den letzten Jahren schon so und es deutet sich ja jetzt wieder an. Also das ist wohl wahr. Abhängigkeit von Haaland, ja. Ganz klar, sagt Marco Reus ja auch selber. Aber das sind auch noch drumherum Leute, die da verantwortlich sind, dass eben Haaland auch ins Spiel kommt. Ne? Da sind auch genug, die Tore schießen können. Ne? Nur aktuell sieht das so aus, als wenn sich viele halt auf Haaland fixiert. Und gestern hat der Freiburg das ja auch ganz gut geschafft, eben den Zahn zu ziehen. Ne? Wir gehen da gleich noch ein bisschen rein. Wir sind zurück beim Stahlwerk-Doppelpass. Ich habe es eben versprochen, nur ein einziger Spot ging noch schnell und schmerzlos vorüber und wir gehen rein in dieses Spiel. Guido, Rose, jetzt schon unter Druck oder ist alles noch entspannt? Nee, überhaupt nicht. Also ganz Leipzig ist ja stolz übrigens auf ihn. Er ist Leipziger, dass er diese Karriere gemacht hat. Er hat bei Lok Leipzig angefangen in der 4. Liga und hatte dann, ich glaube, 2013 das Angebot, nach Salzburg zu gehen in der Jugend. Dann hat er sich nach oben gearbeitet von der C-Jugend, B-Jugend und so weiter. Und jetzt ist er in der Bundesliga angekommen und also er kann nasse Handtücher anzünden. Das ist ein toller Typ, ganz tollen Kontakt zur Mannschaft. Also wenn es einer hinbekommt, dann Marco Rose, der eiert auch nicht rum. Mir gefällt das, wie er auch spricht. Und übrigens, Erling Haaland war bei Marco Rose Ersatzspieler in Salzburg. Der hat damals gesagt, Erling ist noch nicht reif genug. Und momentan ist es so, dass vieles sich auf Haaland konzentriert. Aber er hatte gestern auch wieder 2 Top-Chancen. Wenn das Ding reingeht, Effe, dann holen sie den Punkt. Dann sitzen wir gar nicht zusammen und reden über irgendwelchen Druck. Da hätten sie 4 Punkte. Und ich sehe die Situation noch relativ entspannt. Freiburg ist nicht einfach. Das ist ein viereckiger Klar. Platz. Da geht es bergab, bergauf. Es ist 10 Grad wärmer als sonst. Du kennst dich aus mit deiner Gegend. Da kannst du auch schon mal dann 2-1 verlieren. Da muss man sich ab und zu mal ein nasses Handtuch so ungefähr umlegen. Nur wenn das eben 5-6 Mal in der Saison passiert und das passiert den Dortmundern, das passiert halt dem FC Bayern nicht. Die haben vielleicht 1 oder 2 Spiele, so wie gestern, die Dortmunder, aber nicht die Zahl von 5, 6 oder 7. Deswegen glaube ich auch, ist ja genau das. Ja, und am Ende landen wir ja immer wieder bei der Ursachenforschung. Ist das wirklich nur eine vielleicht nicht vernünftig ausbalancierte Abwehr oder ist es doch am Ende wieder Mentalität, die bei einigen Spielern nach wie vor in einigen Spielsituationen Probleme bereitet? Ne? Das ist die Frage. Und ich glaube auch, Rose ist sehr gut angekommen. Alle schwärmen von ihm. Die Chefetage ist glücklich. Das ist jetzt der Richtige. Das wurde schon ein paar Mal gesagt. Ich hoffe, das ist er jetzt wirklich auch. Und der wird immer wieder mit Klopp verglichen, das stört ihn nicht, das ehrt ihn auch, dass er da ganz cool mit umgeht. Und ich glaube, das könnte was werden und ich hoffe nicht, dass am Ende Spiritus benötigt wird, um das Handtuch anzuzünden, sage ich nur. Ne? Er war gestern auf jeden Fall so ein bisschen angefasst nach dem Spiel in der Pressekonferenz, als er zu seiner Taktik gefragt wurde, so ein ganz klein bisschen dünnhäutig vielleicht. Was sprach heute dagegen, das System so umzustellen, dass es ein wenig flügellastiger ist? Ich glaube, wenn man das Spiel gesehen hat, dann weiß man, warum wir hier heute Raute gespielt haben. Also ich verstehe die Frage dann auch nicht, ehrlich gesagt. Kann ich nicht nichts mit anfangen. Also wir können gerne über Fußball diskutieren und reden, aber das ist mir dann zu einfach. Also dann hätte ich schon ein paar Argumente und ein paar... Ja, einfach auch mal was zum, aber mir jetzt die Frage zu stellen, wenn ich ein Spiel verloren habe, warum ich das System gespielt habe und nicht ein anderes. Wenn wir gewonnen hätten, dann mit den Torchancen, mit den Torschüssen, mit den Ballbesitzphasen, mit allen Statistiken drumherum, dann wäre es wahrscheinlich die richtige Entscheidung gewesen, denke ich. Ja, genau. Wenn sie gewonnen hätten, wäre es die richtige Entscheidung gewesen. So ist es nun mal. Sie haben nicht gewonnen, deswegen werden Fragen gestellt. Das ist ja richtig. Ich meine, das ist ja fast schon Kloppo-esque. Ne? Also ganz schlechter Verlierer. Muss man wahrscheinlich auch sein, wenn man da den Weg, ne? Man muss ja sehr von sich überzeugt sein und auch von dem Weg, den man geht, von dem, was man auch der Mannschaft vorstellt. Ich meine, jetzt ein sehr erfahrener, erfolgreicher Bundesliga-Trainer noch rund um Himmels Willen, da will ich mich nicht größer machen, als ich dann auf dem Gebiet bin. Aber klar musst du überzeugt sein von deinem Weg. Und wenn dann da ein Journalist mit einer Frage kommt, von dem er am liebsten gesagt hätte, ne, wenn du keine Ahnung hast, musst du dich hier nicht zu Wort melden, das kann er nicht machen auf einer Pressekonferenz. Aber ja, das sagt schon viel über ihn als Typ eben aus, oder?
Das kann er schon machen, ne? Letztendlich lebt davon unser ganzes jetzt Geschäft. So gerne, ne? Mal den, jetzt hätte ich so gerne den Trainer zum Trainer gehört. Ja, also jetzt wirklich, ich meine, wir haben alle Kloppo geliebt dafür auch. Derjenige, der es in dem Augenblick abkriegt, für den ist es doof, aber zu dem ist der Klopp als nächstes auch hingegangen und hat gesagt, ja. Also was für mich eigentlich wichtig ist jetzt, wie diese Aussage, das kann, also emotional kann man ruhig mal sein, ist ein bisschen emotional, hat sich angegriffen gefühlt. Ich meine, diese Warmduscherei, dass man überhaupt nichts mehr sagen darf in Deutschland und der Trainer nichts mehr sagen darf, das geht mir eher auf den Keks, ja, furchtbar. Deswegen und bist du ja hier, weil du was sagen willst. Dementsprechend kann er einfach mal sagen, wenn ihm was nicht passt. Ja, das hat ihm nicht gepasst, soll er sagen. Dann hat er immer nur die Möglichkeit, der Journalist dann nochmal was zu sagen. Das finde ich auch nicht das Problem, sondern das finde ich eigentlich besser, als immer nur das zu sagen, was jeder hören will. Das geht mir auf den Keks. Aber was mir eigentlich wichtiger ist in dem Spiel. Das gilt aber genauso für den Journalisten auch. Ne? Man kann dem auch was fragen. Quasi, also wenn ich austeilen muss, ich auch einstecken können. Das ist im Leben so. Aber was mir wichtig ist, im Prinzip, was mir schon öfters auffallen ist, und das ist der Unterschied zu Lewandowski im Prinzip. Lewandowski, Bayern ist auch abhängig von Lewandowski, so wie Dortmund von Haaland natürlich auch abhängig ist, weil sie die besten Stürmer in der Liga sind, weil sie Weltklasse-Stürmer sind. Aber was mir auffällt, dass Haaland natürlich seine Stärken schon mehr im Umschaltspiel hat. Ne? Ja. Wenn der Gegner so defensiv so steht, wie Freiburg gestern gestanden ist, dann hat er die Räume nicht, die er braucht, um seine Stärke da einzubinden. Das ist auch der Unterschied zu Lewandowski. Lewandowski ist auch dann, und meistens stehen die Gegner wesentlich tiefer gegen Bayern als gegen Dortmund, macht er trotzdem in entscheidenden Situationen die Tore. Und das ist mir schon ein paar Mal auffallen jetzt mit Haaland. Und das ist etwas, wo der Junge, der überragend ist, natürlich noch dazulernen muss. Ne? Beziehungsweise dann ist sein Körper natürlich beim ganz engen Spiel ist ein bisschen problematischer, als es bei Lewandowski ist. Und deshalb hat Dortmund vielleicht auch diesen kleinen Nachteil, dass Lewandowski noch besser ist wie Haaland. Und das hat eigentlich Christian Streich richtig gut gemacht, nämlich seine Mannschaft so eingestellt, um eben Dortmund diese Stärken zu nehmen. Auch wenn er sich hinterher dann selber so ein bisschen klein macht im Interview. Aber hören wir mal rein, was der Freiburger Trainer sagt. Wir Trainer arbeiten und trainieren und dann schauen wir, wie wir spielen wollen und besprechen das mit den Spielern. Aber die Leistung hat dann nicht viel mit dem Trainer zu tun. Die hat dann in überragender Weise mit den Spielern zu tun. Hätte ich das jetzt auch coachen können oder was wollen Sie mir damit sagen? Nein, vielleicht nicht, wenn Sie jetzt nicht schon ein paar Jahre Trainer sind, aber ich meine jetzt vorher, ob du dann Dreierkette spielst, Viererkette spielst. Wir haben einfach gedacht, es passt so besser. Und jetzt durch den Sieg war es richtig und mit Umstellungen, aber das kann nächste Woche auch schon wieder anders sein. Ihr werdet also eigentlich überschätzt, oder? Das kann jeder. Nein, so hat er es auch nicht, so hat natürlich nicht gemeint. Weil, natürlich muss man sein Fach auch können, aber da gibt es immer wieder bessere und schlechtere. Aber manchmal ist es auch so, dass, und er sagt es genau richtig, entscheidend ist schon immer noch die Spieler auf dem Platz, die es dann machen. Ne? Also es wird kein Trainer auf diese Welt. Bitte 3 Euro. Kann ich dein Geld nehmen? Du kannst meins nehmen, gerne. Nein, ich würde sagen, dass man sich selber auch nicht überschätzen darf im Prinzip. Und trotzdem was können muss. Und der kann ja was, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, und Fakt ist ja, wenn du als Underdog gegen Dortmund oder Bayern München spielst, musst du nicht groß reden. Muss man mal dazu sagen. Ja? Eine taktische Anweisung, klar, logisch, aber alles andere, da kommt Borussia Dortmund, da kommt Bayern München, sind die Jungs sowieso top motiviert. Und das haben die Freiburgers gestern 100% abgerufen. Ja, absolut. Also wir kommen gleich noch zu einem tollen Spiel, was wir gestern gesehen haben, Aufsteiger Bochum. Und wirklich super, super Szenen. Ein Tor, über das man länger noch sprechen wird. Wir sind gleich wieder zurück hier im Stahlwerk Doppelpass. Du hast eingeworfen, gell? Ja. Drin. Ja, also Geld ist drin. Es kommt hoffentlich noch was zusammen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei bleiben, liebe Zuschauer. Und sind dann gleich wieder zurück hier im Airport Hilton. Wir haben viel zu besprechen. Wir sind zurück hier beim Stahlwerk Doppelpass. Ayo von Harry und Benz begrüßt uns alle. Vor allem zu Hause hier im Airport Hilton in München. Ja, wir haben gestern mal wieder einen emotionalen Moment erlebt. Und zwar Anne Kastropper. Wunderbar. Herbert Grönemeyer, Bochum. Das ganze Stadion in Blau-Weiß. Wenn wir ein bisschen reinhören, da ist einigen echtes Herz aufgegangen. Brunst, würde ich sagen. Ja. Tobi, du bist selber oft in Bochum im Stadion, ich weiß das.
Ja, wo das Herz noch zählt und nicht das große Geld. Genau. Was bedeutet das für die Stadt, für die Region, für den Verein, dass Sie wieder ganz oben dabei sind in der Bundesliga? Also ich glaube wirklich alles. So, ne? Also die Stadt liebt ihren VfL, das ist gefühlt ihre Nationalmannschaft. So, egal wo du als Bochumer antrittst, wo du erzählst, dass du aus Bochum kommst, ne? Geht es schnell um den VfL. Du hast schon gesehen an dem Spieltag, als sie aufgestiegen sind, als es ja noch nicht wieder erlaubt war, im Stadion dabei zu sein, hat sich die ganze Stadt halt blau und weiß geschmückt. Gestern war es ähnlich. Also das war einfach. Es war einfach ja, Gänsehaut wirklich pur, ne, was da passiert ist. Und dann hat sich das auf die Spieler. Also du hast wunderbar dieses Zusammenspiel halt gesehen, das so sehr fehlte in den letzten Monaten zwischen einer Mannschaft und ihrem Publikum. Ne, gestern ist es wirklich hin und her gesprungen, der Funken. Und die haben sich gegenseitig angezündet und waren so in der Lage, eine Mainzer Mannschaft zu schlagen, die ja jetzt alles andere irgendwie als Kellerkind ist oder so, sondern die eigentlich richtig gut drauf sind, die aber ein Thema da gestern hatten, nämlich mit ihrem Gegner und mit dieser ganzen Atmosphäre. Also es hat mich tatsächlich total gefreut, dass sowas geht, weil ja, wir diskutieren immer mehr über die Investoren und über 50+1 und sowas. Und Bochum hat da in dieser Nische zwischen den XXL-Revierclubs, Schalke, BVB, da können Sie ein bisschen diesen Weg gehen, den ja, da haben auch, auch Union vielleicht. Haben Sie sich da, jahrelang haben Sie sich da immer wieder weggeduckt und klein gemacht, ein Stück weit auch. Dann kam der Abstieg und dann ging es irgendwie dahin und haben selten einfach mal die Brust rausgenommen, weil dieses Ganze, wie du das beschreibst, die Atmosphäre, allein dieses Stadion, das ist so ein Gegenentwurf zu vielen Arenen, die gebaut wurden im Zuge der WM 2006. Das ist wirklich, wenn man Fußball in seiner Purheit da irgendwie noch erleben will, ob Grönemeyer-Fan oder nicht, dann ist das da der richtige Platz, um da hinzugehen in der Bundesliga, sage ich mal. Und momentan ist da so eine Ruhrpott-Romantik entstanden. Bochum ist wieder da, die SPD feiert ein Comeback. Also erste Leute sollen angefangen haben, im Garten zu graben. Und was gucken, du hier für Verbindungen herstellst. Ja, es ist ja so. Ja, das ist ja Stammland SPD. Und all das schwingt da gerade irgendwie. Das ist wie, als wenn man in die 80er Jahre zurückgeflasht ist da, weil das Stadion ist immer noch so. Ja, so. Und der Trainer passt übrigens auch super dazu. Der Trainer ist ein wunderbarer Mensch. Ich habe den gestern im Sportstudio davon sagen zu dürfen. Ja, klar, natürlich, den Kollegen das gerne. Das ist noch ein normaler Mensch. Da glaubst du auch, dass er mal ein Bierchen trinkt. Du siehst ihm auch an. Du denkst da den Medizinball und genau. Den T-Shirt. Der ist total authentisch. Das passt dahin. Nicht wie diese glatt gebügelten und fettfreien Typen heutzutage. Der gefällt mir. Der ist ein bisschen runder, der ist wie ein Ball. Und geiler Typ, der passt genau dahin. Ist halt die Frage, ne? Wie lange kannst du das konservieren? Ja. Hältst du die Liga und gehst du dann durch? Kommen da irgendwie auch Investoren rein, die da mitreden wollen? Oder wie verläuft das? Ne? Weil nur Romantik alleine reicht nicht. Genau. Ja? Nur lass mich einen Satz noch sagen, weil die Chance, die sich jetzt darstellt durch den wundersamen Abstieg von Schalke 04, der sehr absehbar war, und durch das, was da sich gerade darstellt in der zweiten Liga, das könnte für Bochum bedeuten, dass du wirklich auf längere Sicht nachhaltig da die zweite Kraft wirst. Und diese Chance, Die müssen sie verdammt nochmal nutzen. Und da könnte ich mir vorstellen, am Ende wirst du diesem Geldsog dann da doch einen heimfallen und dich da mitziehen lassen. Weil wenn du dann dich etablieren willst in der Liga, dann brauchst du mehr Geld als Lass uns doch mal in der Gegenwart bleiben. Und das war ja richtig schön gestern, das muss man wirklich sagen. Nicht nur, was so auf den Rängen und so an fürs Herz irgendwie dabei war, sondern auch Messi, das. Dieser Messi, der unter das, dem Namen Holtmann auf dem Feld da war. Und Jana steht da hinten die ganze Zeit schon, scharrt mit den Hufen. Jetzt bist du dran, Jana. Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause. Ja, vor lauter Ruhrpott-Romantik wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, dass die Bochumer auch tolle Tore schießen können. Allen voran Gerrit Holtmann mit seinem 1:0 gegen die Mainzer. Das war schon einer aus der Kategorie Traumtor. Schnappt sich da also den Ball auf links, tritt dann an zu einem Mega-Solo und schließt am Ende dann ab durch die Beine von Zentner. Also den Tunnel hat er sich am Ende dann auch nicht nehmen lassen. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Und wir haben uns mal angeschaut, wie viel Strecke Holtmann da zurücklegt. Das ist schon echt ein irres Dribbling. Insgesamt also 55 Meter bis zum Abschluss, 57 sogar. So, und weil es so schön war, noch ein drittes Mal. Und jetzt gucken wir mal, wie viele er da noch nass macht. Es waren nämlich insgesamt 6 Gegenspieler, die er da austribbelt. Also ich glaube, da kann man schon von Ruhrpott-Messi sprechen, oder Tobi? Das vierte
Tor in der Bundesliga für ihn. Und bei Holtmann kann man jetzt natürlich nur sagen, Holtkamp, da musst du doch jetzt sagen, ist das auch würdig zum Tor des Monats? Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause. Tobi, jetzt muss aber auch was inhaltlich Starkes kommen. Ja, jetzt kommt einfach nur ein Ja. Weil ob das das Zeug zum Tor des Monats hat, also ich glaube, die anderen Angreifer können in den nächsten Wochen das Spielen einstellen, das Tor des Monats steht und auch zu Recht. Topmann. Er war ja letztes Jahr schon schnellster Spieler der Holtmann, sowohl erste als auch zweite Liga, also im gesamten Profibereich. Ich weiß gar nicht, ob in der dritten auch die KMH gemessen werden. Aber wahnsinnig schnell, fußballerisch, ganz großen Stellenwert auch in der Truppe. Hat ja auch schon ein paar Stationen vorher gehabt. Und das ist eben auch so ein bisschen das, was VfL Bochum ausmacht. Also das ist keine ganz leichte Truppe, was die Charaktere angeht. Ne? Das war letztes Jahr in der zweiten Liga auch so ein bisschen Cool Runnings. Ne? Hier was zusammengewürfelt, den holen wir mal da. Pass auf, der kommt da nicht mehr zurecht, den holen wir zusammen. Das muss dann auch gut gehen, ne? Weil wenn so eine Mannschaft dann auf 12, 13, 14 steht, dann kann die auch schnell Bock, Lust verlieren, weiterzumachen. Das hat gezündet. Den jetzt Eindruck spielen sie in der Bundesliga nicht, ne? Und haben weiter total interessant sich Leute zusammengeholt, wirklich den geliehen, den ablösefrei geholt. Eine richtig gute Mannschaft zusammen mit tollen Typen, tollen Charakteren. Also denen macht es eben auch Spaß, diesen Jungs einfach zuzugucken. Also den Weg werden wir natürlich weiter verfolgen vom VfL Bochum. Und ich weiß, dass ganz viele Leute eben wegen der Ruhrpott-Romantik, aber auch so dieses, der Underdog mit irgendwie 23 Millionen Budget spielt da oben mit. Denen die Daumen drücken, bin sicher ganz viele zu Hause eben auch. Jetzt machen wir einen Themenwechsel. Manuel, schnall dich an. Jetzt geht es langsam um dich, um das, was deine Karriere sozusagen ausgemacht hat und was jetzt so folgt. Du musstest ja aufhören, weil du die Altersgrenze erreicht hast. Darüber sprechen wir gleich, aber wir kriegen eine Vorlage. Und zwar, hätte er eigentlich aufhören müssen? Er meint nein und ganz viele andere meinen auch nein. So schaut's aus. So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Manuel Gräfe war als Schiedsrichter ein Riese. Nicht nur, weil er 1,97 groß ist. Beliebt und geachtet bei Spielern und Experten. Doch ziemlich unbeliebt und kaum beachtet von manchen Kollegen und vom DFB. Die Gründe erstens Neid, denn die Zustimmungswerte von Gräfe hätten andere auch gerne gehabt. Zweitens, Gräfe hat in der Vergangenheit immer wieder mal das Schiedsrichterwesen kritisiert. Sein Vorwurf, zu viel Vetternwirtschaft. Kein Wunder, dass man beim DFB richtig fröhlich war, als dieser Quertreiber endlich aufhören musste. So schaut's aus. Mit 47 Jahren, da hört das Leben auf, zumindest als Bundesliga-Schiedsrichter. Eine Altersgrenze regelt, wer erstklassig pfeifen darf und wer nicht. Es geht also wohlgemerkt nicht darum, wie gut, wie fit und wie reaktionsschnell einer ist. Das Geburtsjahr ist am Ende das einzige Kriterium, das zählt. Das ist ungefähr so sinnvoll, wie wenn man beim TÜV nicht Motor und Bremse überprüft, sondern nur, ob der Lack noch schön glänzt. So schaut's aus. Der Lack ist bei Gräfe bestimmt noch nicht ab, aber der Zwangsruheständler wird auch nicht Videoschiri. Er hatte wenig Lust und der DFB gar keine, dass er in den Kölner Darkroom geht. Eigentlich schade, denn diese Szenen hätte Gräfe vielleicht ein bisschen anders bewertet. Nach einer sehr guten Leistung in der letzten Saison startet der Kölner Keller am ersten Spieltag im ersten Spiel maximal unglücklich. Und wenn man dann noch sieht, dass manche Schiris nicht wissen, wie viele Spieler eingewechselt werden dürfen, muss die Frage erlaubt sein, ob man sich wirklich leisten kann, auf Gräfe zu verzichten. So schaut's aus. Gräfe wird vor Gericht, um das Recht zu pfeifen, weiterkämpfen. Nicht für sich wohlgemerkt, er will gar nicht mehr, aber zum Beispiel für ihn. Auch Aitekin droht irgendwann die Zwangspensionierung. Gräfes Argument, die Qualität muss stimmen, nicht das Geburtsjahr. Ein erzwungener Ruhestand mit 47, also 20 Jahre bevor ein Normalsterblicher in Rente gehen darf, sei Altersdiskriminierung. Gräfe zwingt den DFB also auf die Anklagebank. Und vielleicht hört der Richter ja dort auf einen alten Fußballweisen als Gutachter. Und vielleicht wird Otto dann sagen, es gibt keine alten oder jungen Schiedsrichter, es gibt nur gute und schlechte. So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Ich glaube, die Tatsache, dass du ein guter Schiedsrichter warst, da ist hier schnell Einigkeit herzustellen, gar keine Frage. Diese Altersgrenze, das hat dich jetzt ja nicht überrascht. Das wusstest du schon, dass das die gibt, oder? Ja, aber es war immer falsch. Ja. Also das ist, nur weil etwas immer schon so war, muss es ja nicht immer so bestehen bleiben. Und es gab viele gute Schiedsrichter, die aufhören mussten, eigentlich in ihren besten Jahren. Man kann es manchmal so ein bisschen sagen wie so ein Wein, je oller, je doller. Das ist schon so, man sammelt Erfahrungen, der eine ist vielleicht ein bisschen talentierter als der andere, aber viel macht irgendwann auch die Erfahrung aus, die Persönlichkeit, die Entwicklung, die Fußballkompetenz, so, da kommt vieles zusammen. Und ich finde persönlich generell ging es auch in anderen Bereichen zu wenig nach Leistung. Es gab viele Probleme auch in der Führung, habe ich oft genug thematisiert. Wonach geht's denn dann? Ja, das habe ich ja oft genug gesagt. Es geht eben so nach politischen, persönlichen und regionalen. Gibt es auch jetzt wieder letzte Saison Beispiele, gibt es jetzt wieder Beispiele bei der Auswahl der Videoschiedsrichter für diese Saison. Es ändert sich halt leider zu wenig. Es hat sich in der Kommunikation viel geändert, das muss man schon sagen, das ist besser geworden. Es hat sich vieles so in den Rahmenbedingungen verändert, aber da musste man sich auch manchmal zum Jagen treiben. Also das war ein zäher Kampf manchmal und eben über viele, viele Jahre ja eben auch intern. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich dachte mir, sitz mal was quer und dann gehe ich gleich in die Öffentlichkeit, sondern es fing eigentlich mit dem Selbstmordversuch von Rafati an und das ist so ein bisschen exemplarisch. Ich glaube, ich bin letztes Mal Schiedsrichter des Jahres 2011 geworden. Schiedsrichter, ja. Und habe dann mal ein Interview zu den Rahmenbedingungen gegeben. Eben, weiß ich nicht, wenn 80 Leute einen Physiotherapeuten sich teilen müssen im Trainingslager und du 20 Einheiten machst, das ist ja ein Witz. So, und darüber musstest du ernsthaft diskutieren und das ist das Problem so ein bisschen in der Schiedsrichterei. Man kann ja Dinge so oder so sehen. Da gibt es oft nicht in schwarz oder weiß, sondern grau. Mhm. Aber es gibt eben viele Dinge im Schiedsrichterbereich, wo ich jetzt fragen würde und wahrscheinlich würden von 100 Leuten 99 sagen, Moment, man kann nicht sein. Also Beispiel, jemand hat eine bessere Saison als die Saison zuvor, dann müsste man doch eigentlich erwarten, der bekommt mehr Spiele und nicht weniger. Und das sind so selbstverständliche Dinge, über die man manchmal diskutieren muss. Das war ein anstrengender Weg. Mhm. Und ich habe das versucht, im Miteinander, so wie Top-Trainer, Top-Führungsspieler ja auch zusammenarbeiten, so ein bisschen Dinge mitzuentwickeln, damit es besser wird, Stück für Stück. Und das war, glaube ich, nicht gewollt. Und das war bezeichnend, dass es dann ein schwieriger Weg war. Und es haben sich jetzt Dinge verändert, muss man auch mal sagen. Mhm. Und es hat trotzdem viel Spaß gemacht, aber die politischen Rahmenbedingungen waren echt schwer. Du redest von den politischen Rahmenbedingungen, du reißt einige Dinge an. Lass uns das ein bisschen konkreter machen, weil nicht jeder zu Hause weiß genau, wonach wird eigentlich ausgewählt. Welcher Schiedsrichter steigt auf in die Bundesliga, wer kriegt wie viele Spiele. Vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, wer ist für diese ganzen Ansetzungen, für Karrieren eigentlich dann zuständig? Wie läuft das? Ja, es gibt halt eine sportliche Führung, ein sportlicher Leiter. Das waren halt früher Van de Krug, jetzt ist es Fröhlich mit seinem Team. Und die entscheiden halt, die setzen sich zusammen, da gibt es Bewertungsgrundlagen, aber letztendlich entscheiden sie dann persönlich. Und es ist ja nicht so, dass ich das exklusiv... Wie könnte man das objektivieren? Na, also erstmal gab es früher Noten, die hat man abgeschafft, weil man sagte, da gab es zu viel Ungereimtheiten bei der Notengebung. Aber letztendlich hat man nichts anderes getan, jetzt gibt es Skalierungen. Das ist nichts anderes, aber es ist dadurch intransparenter geworden. Man könnte es eben durch mehr Transparenz, könnte man mehr Verständnis erzeugen. Genauso wie bei im Videobeweis, genauso müsste man es auch im Schiedsrichterbereich machen. Warum gibt es keine Liste von Platz 1 bis 24? Dann weiß jeder, wo er steht. Und dann weißt du auch, okay, ja, ich war in diesem Jahr 18, da habe ich halt wenig Ansprüche darauf, irgendwie vielleicht FIFA-Schiedsrichter zu werden. Diese Transparenz muss man herstellen und die Schiedsrichter haben schon eigentlich ein gutes Gespür, wo jeder irgendwie steht. Und da gibt es dann immer einzelne Entscheidungen bei Beobachtungen am Ende des Jahres, bei Auf- und Abstiegen, die sind wenig nachvollziehbar. Und das Beispiel, was ich jetzt gerade schon mal genannt habe, das ist so ein exemplarisches Beispiel. Letztes Jahr Frank Willenburg, der hatte 12 Spiele in der Saison davor, hat letzte Saison eine wirklich richtig gute Saison gemacht, hatte nur einen Videobeweis benötigt. Und das war für die Spuckattacke, glaube ich, in Gladbach, was man schwer sehen konnte. Und als Dank bekommt er dann ein Spiel weniger. Und das kann halt keiner verstehen. Also ich muss doch irgendwie Leute positiv motivieren. Wenn jemand einen guten Lauf hat, eine gute Saison, muss ich ihm doch mal mehr Spiele geben, damit ich zeige, ah, das lohnt sich. Wie viel habt ihr Top-Leute denn gekriegt? 16 Spiele, 18 Spiele, sowas, oder? Eigentlich auch zu wenig, oder? Wenn ein Howard Webb in seiner letzten Saison hat über 30 Spiele in der Premier League gepfiffen, das kommt dann immer das Argument, ja, die anderen müssen sich auch entwickeln. Das ist so, als ob ich jetzt Haaland mal auf die Bank setze, weil ich sage, die Nummer 2 und 3 dahinter müssen sich auch entwickeln. Klar, es schießt da wesentlich ein bisschen anders als jetzt ein Spieler, aber grundsätzlich müssen die Besten auf dem Feld stehen, die Besten müssen die Spiele leiten.
Und dieser Gedanke kommt mir und vielen Kollegen auch viel zu kurz, aber die sagen halt nichts, weil sie sich nicht trauen, weil sie auch merken, was dann für Folgen entstehen. Mhm. Und das ist halt das Hauptanliegen eigentlich all die Jahre gewesen, viele Jahre intern, dann eben irgendwann auch mal, um den Spot darauf zu richten, auch extern, weil ich immer so ein bisschen gehofft hatte, wenn du die Öffentlichkeit drauf lenkst, wenn Öffentlichkeit erzeugt wird, lässt sich schwerer bescheißen auf gut Deutsch. Ja, aber es ist natürlich auf der anderen Seite, wenn jemand dann in die Öffentlichkeit geht, so wie du das ja auch machst, das gefällt ja auch vielen dann nicht. Sie sagen, da gibt es ein Ego, da gibt es jemand, der möchte selber Licht abbekommen und so weiter. Das gefällt vielen dann nicht. Aber bleiben wir nochmal bei der Leistung, ganz generell nach der Leistungsbeurteilung von Schiedsrichtern. Stefan, du hast eine These bei T-Online aufgestellt, wo du sagst, diese Altersgrenze ist Quatsch. Wir können uns eigentlich nicht erlauben, als deutscher Fußball auf Schiedsrichter von der Qualität von Manuel Gräfe zu verzichten. Genau. Warum? Ja, weil nur die Qualität entscheiden sollte, meiner Meinung nach, und nicht irgendein Alter. Ich glaube, wenn man, je älter man wird, dann spricht ja dafür die Erfahrung, die man in dieser Zeit ja auch sammelt, was wiederum einer Spielleitung zugutekommt. Mich würde allerdings mal interessieren, werden auch die Verantwortlichen aller 18 oder 36 Vereine gefragt bei dieser Bewertung der Schiedsrichter? Nein, leider nicht. Das ist auch so ein Punkt. Im Handball dürfen die Mannschaften auch mitbewerten und das fließt mit in die Bewertung ein. Ja, das wäre doch sinnvoll. Ja, im Schiedsrichterwesen ist man da auch immer noch so ein bisschen überheblich nach dem Motto, die Spieler oder Trainer können diesen Bereich fachlich nicht einordnen, was natürlich totaler Quatsch ist. Ja, natürlich. Also weil letztendlich die entscheiden, dass die Spieler... Naja, du hast ja deswegen so gut gepfiffen, weil du auch ein vernünftiger, guter Fußballer warst, weil du das Spiel auch verstehst. Mehr vielleicht als andere, ja? Ich glaube, das macht das grundsätzlich erstmal einfacher, ja, aber es gibt halt, wie auch im Fußball, gibt Leute, die kommen über Talent und Fleiß, ohne geht's gar nicht. Mhm. Aber es gibt Leute, die kommen halt auch nur über Fleiß oder über mehr Fleiß. Und so gibt es auch im Schiedsrichterbereich Leute, die sind vielleicht in jungen Jahren nicht die talentiertesten, lernen aber unglaublich schnell. Und denen muss man natürlich auch das Recht einräumen. Und da gibt es auch diese Beispiele, die dann sehr gute Schiedsrichter geworden sind. Und die Mischung macht es irgendwie. Da waren wir früher immer mehr Persönlichkeiten. Ja? Wir waren unterschiedliche Typen. Heute wird alles einheitlicher, weil sich immer weniger Leute trauen, was zu sagen. Und wenn man Schiedsrichtern die Persönlichkeit nimmt, dann werden sie natürlich nicht besser. So. Und, es wäre wichtig, weil man eigentlich auf Spieler und auf Trainer auch hört. Und wenn das natürlich mit einfließt. Und es ist schon auch bedenklich, dass jetzt, sag ich mal, Dennis und ich irgendwie dann zusammen 80-90% Zustimmung erfahren. Es müsste eigentlich breiter aufgestellt sein, weil es müsste auch noch andere geben, die da reinrutschen. Und das war ja früher auch so der Fall. Da gab es niemanden, der mit 40-60% diese Abstimmung von Spielern, von Fans oder so gewonnen hat. Das ist schon auch ein Maßstab, wie die Qualität ist und wie die Entwicklung in den letzten Jahren im Schiedsrichterwesen war. Ja. Ganz generell mal, unabhängig von ihm, müsste die Liga, müssten die Vereine nicht ein Interesse dran haben, sozusagen da mehr auch ja, mitzubestimmen, in Anführungszeichen, dass sie sagen, gebt uns die guten Schiris, ja, gebt uns nur die guten Schiris. Ja? Absolut, also das ist ja Profisport. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es denn Altersbeschränkungen sonst wo gibt in der Form. Ich weiß, dass man normalerweise mit 67 in Rente gehen kann. Ja, es gibt schon, also wenn du bei der Lufthansa Pilot bist, dann musst du auch irgendwann aufhören mit 55 oder sowas. Ja, Leistungssport. Es ist ja kein Leistungssport, sondern es ist sage ich mal, ein bisschen was anderes, das weiß ich jetzt nicht. Und das macht also absolut auch keinen Sinn, nicht weil er hier sitzt. Die richtig gut sind, dann mit der Altersbeschränkung zu belegen, das macht für mich keinen Sinn, sondern es geht immer noch nach Leistung. Das geht bei uns Fußball ja auch nicht. Sollen wir Trainer vielleicht dann auch sagen, ab 50 darfst du nicht mehr trainieren, weil du 20-Jährige und 30-Jährige hast. Also das gibt es da auch nicht. Und von daher ist es einfach zu überdenken. Ich weiß aber nicht, wer das denn machen soll. Vor allem die Interessen, andere Interessen dann haben. Aber sinnvoll ist es nicht. Ja, es gibt ja grundsätzlich das Gegenargument, das ja auch gehört werden sollte. Es gibt einen festen Kader, musst du mich korrigieren, ne? Aber es gibt einen Kader quasi, eine feste Anzahl an Profischiedsrichtern, Bundesliga, zweite Liga. Und wenn nach oben einer ausscheidet aus Altersgründen, was ja jedes Jahr immer wieder so ist, dann rückt dementsprechend von unten jüngere Schiedsrichter. Aber muss denn immer nur jemand wegen Alter ausscheiden? Könnte es nicht auch sein, dass jemand wegen der Leistung ausscheidet? Das wäre doch viel sinnvoller, ja? Wenn man sagt, okay, wir nehmen nicht nur nach dem Alter welche raus, sondern eben wie in der Profimannschaft eben auch. Genau deswegen ist diese Diskussion, die er anschiebt, ja genau richtig. Ja. Weil natürlich bringst du vor allem die Argumente auch ein, die jetzt aus deiner Sicht da sozusagen reinpassen. Auf der anderen Seite werden andere Argumente. Da wird aber ganz sicher jetzt durch die Debatte, die läuft, also muss sich in meinen Augen was tun, muss ein anderes Bewertungssystem rein. Es müssen vielleicht nicht die Vereine direkt, weiß ich nicht, weil wenn du jetzt nach dem Spieltag da dann den Schiedsrichter bewerten sollst und du hast so eine
Kappe, weil er dir einen Elfmeter gepfiffen hat, den du nicht haben wolltest oder so. Aber vielleicht ein Gremium auch zu bilden aus Trainern, die gerade nicht aktiv sind oder aus Verantwortlichen, aber auf jeden Fall auch die Profis damit reinzunehmen. Neues Bewertungssystem für den Bereich, total aber wichtig. Da kann man auch, ja, wenn man nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Ja, gut. Ja, das ist auch so, ja, gut, ein Problem. Aber das kostet 3 €. Ja, okay. Ja, es muss ja auch was rein, oder? Die Vereine müssen doch auch darauf Einfluss nehmen, weil das sind diejenigen, die auch darunter leiden im Zweifelsfall, wenn was schief geht und wenn nicht die Besten pfeifen. Und wie in so vielen Bereichen der Gesellschaft sollte auch hier das Leistungsprinzip zählen. Da muss es klare Leistungstests geben. Es gibt ja auch Tests, wie schnell läufst du noch. Wenn du zu langsam bist, dann ist es völlig egal, ob du 25 oder 55 bist, dann kannst du nicht mehr mitmachen, weil dann kommst du in der Halle nicht hinterher. Ja, aber das komme ich auch so nicht. Ja, okay, aber dann kommst du nicht mal mehr in den Dunstkreis. Ja, aber das ist zum Beispiel so, da habe ich zum Beispiel auch eine andere Auffassung zu. Das ist völlig unerheblich, ob ein Bundesliga-Schiedsrichter die 40 Meter in 6,00 läuft, wo er besteht, und mit 6,01 bist du draußen. Ich will nur das sagen, sagt nichts über einen Schiedsrichter die Qualität aus. Nein, aber ein gewisser Rahmen muss ja da schon vorhanden sein. Wenn ich gar nicht mehr dahin komme, wo es geschehen ist, dann wird es schwer, was zu beurteilen. Aber Fitness ist wirklich das geringste Problem der deutschen Schiedsrichter. Aber es ist ein Teilbereich, das war ja nur ein Beispiel. Sehtest kann ich ja genauso gut sagen. Wenn du nicht mehr richtig gucken kannst, dann hast du ein Problem. Ja, aber Fitness ist das geringste Problem der deutschen Schiedsrichter gewesen. Und das Argument, was ja immer kommt, ist, ja, es müssen auch andere nachrücken, auch andere müssen sich entwickeln können. Zahle ich auch gerne 3 €, aber Leistung setze ich irgendwie immer durch. Und ja, die Holländer haben vor 20 Jahren die Altersgrenze schon abgeschafft. Ja. Und wen hatten wir jetzt im Finale? Kolpers mit 48. Und Makeli im Halbfinale, auch wenn er da mit einer 10 jetzt Pech hatte. Also man sieht, dass trotzdem Leute sich entwickeln. Aber wir hatten ja 37-jährigen deutschen Schiedsrichter mit Daniel Siebert bei der Europameisterschaft dabei, ja. Der es ja auch als Junger schon weit geschafft hat und relativ schnell auch jetzt Erfahrung sammeln wird. Aber lass uns noch zwei Punkte. Einer ist mir noch wichtig. Du hast ja jetzt eine Klage angestrengt. Ja. Ich weiß nicht, ob die schon eingereicht ist. Ja, eingereicht ist sie schon. Ist die eingereicht? Wo wird das verhandelt und wie funktioniert das? Die Klage ist jetzt beim Landgericht Frankfurt anhängig so und der DFB wurde jetzt zur Stellungnahme aufgefordert und dann geht das halt den Weg der Justizmühlen, das wird seine Zeit dauern. Ich wollte schon weiterpfeifen, muss ich nochmal zum Einspieler korrigieren sagen. Ich wollte schon grundsätzlich weiterpfeifen. Ich hätte gerne noch weitergepfiffen, auch solange es eben geht, muss man ja auch mal sagen. Also noch fühle ich mich fit, das hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Und diese Bewertung bekommst du ja nicht nur dann beim Leistungstest sozusagen, also dass du ihn schaffen musst, sondern du wirst ja in jedem Spiel bewertet. Ja. Was die Physis angeht, was deine persönlichen Strafen angeht, was das Spielmanagement an deine Persönlichkeit angeht. Also du hast ja über ein Jahr schon gesammelte Informationen, wo du weißt, okay, der kann noch. Und wenn ich jetzt hier Leipzig gegen Bremen 120 Minuten Pokal noch schaffe und Dortmund gegen Bayern schaffe, dann wird der Leistungstest auch nicht das Problem sein. Du hättest ja auch in den Keller gehen können, oder? Ja, genau. Aber das wolltest du nicht? Doch, ich wollte das auch. Ich bin ja damals, habe ich ja 17, als Folge eines Interviews, hatten wir mal eine Ethikkommissionssitzung mit damals Klaus Kegel, der verstorben ist. Der wollte einfach nur ein bisschen deeskalierend sein, dass ich diesem einen aus der Führung, Helmut Krug, nicht mehr begegne. Mhm. Und deshalb hat man gesagt, gehst du nicht mehr in Kölner Keller, weil er damals verantwortlich war. Er ist ja aus der Kommission dann geflogen, aufgrund der ganzen Vorkommnisse, die sich als berechtigt herausgestellt haben. Aber ich sollte deeskalierend da nicht mehr hin. Er ist aber 2 Monate später nicht mehr in Kölner Keller gewesen, weil er dann auch diesen Posten noch verloren hat. Ich wurde aber jahrelang nicht eingesetzt einfach. Und ich habe mehrmals nachgefragt, was ist. Aber man hat es immer so auf die lange Bank geschoben. Und bis man jetzt am Ende die Fakten halt hatte, so, ja, wie sieht's denn aus? Willst du eigentlich nochmal oder willst du nicht? Habe ich gesagt, ja, grundsätzlich ja. Aber unter welchen Voraussetzungen darf ich denn wieder mitmachen? Und da hat man mir bestimmte Voraussetzungen gesagt. Habe ich gesagt, denke ich drüber nach. Aber bevor ich die Antwort hatte, stand schon fest öffentlich, das habe ich öffentlich erfahren, du bist weder Schiri noch bist du als Mensch. Welche Voraussetzung war das? Ja, das ist. Ich sollte halt, weil ich jetzt so lange nicht mehr dabei war, mal ein paar Wochen oder Monate sollte ich mal mit dabei sein. Du musst sein. Ein Praktikum machen. Sozusagen. Ich sollte mehrwöchiges Praktikum machen, sozusagen, ob ich das noch kann. Verstehe. Ja, Wahnsinn, das ist okay. Ja, was mich mal interessieren würde, alle sagen, das ist ein toller Schiri, das muss das auch sagen, vorhin in der Maske, als du vor mir gestanden hast, habe ich gesagt, oh Mann, wenn ich Spieler wäre, da getraue ich mich ja gar nichts. Was ist denn, wenn du jetzt beispielsweise in der Premier League noch ein paar Jahre machen würdest? Da sind ja ein paar Schiedsrichter, die sind über 50, da würdest du ja denen den Spiegel dann vorhalten, den alten Herren hier beim DFB, im Schiedsrichterwesen, wäre das nicht eigentlich die Bibiana ist Variante? Ja auch zur FA gegangen, ja? Das ist natürlich jeder Rolle, aber Verband hat seine Schiedsrichter und dann müssten die jetzt ja einen englischen rausnehmen oder Liste um einen erweitern, also die werden jetzt keinen Deutschen da nehmen, um englische Spiele zu pfeifen. Soweit ist Schiedsrichterwesen noch nicht, das muss man ja auch sagen. Ein Spieler kann immer wechseln.
Und dein Schiedsrichter hat nur eine Leiter. Die geht da einmal rauf und irgendwann eben das Ende. Oder eben doch nicht rauf. Also ein Thema, was wir natürlich noch endlos auswalzen könnten, wo wir unheimlich viel noch dazu sagen können. Wir sprechen gleich weiter, gehen aber auch noch ein bisschen mehr in die Praxis. Es gab ja wieder ein paar Entscheidungen am Wochenende oder in dieser Saison, wo uns deine Expertise wirklich sehr interessiert. Airport Hilton, der Stahlberg Doppelpass. Hajo von Adeln und Band spielt. Und wir haben hier auch in der Pause noch lebhaft diskutiert über das Schiedsrichterwesen, wie man das möglicherweise verbessern kann. Und natürlich ist das Allerwichtigste immer das, was auf dem Feld oder dann in der Review Area oder im Keller, der ja kein Keller ist, aber das korrigieren wir nicht mehr, in Köln entschieden wird. Ja, wir hatten am Anfang der Sendung die Frage der Woche gestellt. Und jetzt, Jana, bin ich gespannt, was da die Auflösung ist. Ja, ich habe mich mal zu den Fans begeben, zu Andi, und würde die Frage einfach noch mal weiterreichen. Also die Absicht beim Handspiel soll jetzt wieder im Vordergrund stehen. Die muss klar erkennbar sein. Ist für dich als Fan die Handspielregel jetzt leichter zu verstehen? Nein, überhaupt nicht. Weil? Weil für mich das nur Hände gilt, wenn die Hand zum Ball geht. Das ist für mich die einzige Regelung, wo es das geben sollte. Anders, wie gesagt, eine Handverbreiterung, wo eine Tormöglichkeit verhindert, okay. Aber alles andere muss nur, wenn die Hand zum Ball geht. Und man muss auch sagen, auch im Netz ist das eher noch ein Nein. Die ist nicht wirklich verständlicher. Spielertrainer Müller sagt zum Beispiel, die Handspielregel ist und bleibt einer der größten Streitpunkte. Man kann einen gewissen Rahmen vorgeben, dennoch wird es immer auf die individuelle Bewertung des Schiedsrichters ankommen. Solange man nicht sagt, Hand ist Hand, wird es Diskussionen geben. Und auch ein sehr schöner Beitrag, wie ich finde, man kann natürlich jede Regel verstehen, aber verständlich ist sie deswegen ja noch lange nicht. Also nein, im Endeffekt unlösbar. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch noch, Ira, hier wird schon genickt, Ihre Antworten am Dopafon anhören. Ich finde die neue Handspielregel gut. Hatte ja bei der EM auch schon geklappt. Da wurde eine geänderte Regel erneut geändert, sodass jetzt nun überhaupt keiner mehr durchblickt. Aus meiner Sicht ist diese neue Regel nicht schlecht, wenn sie denn gerecht umgesetzt wird. Ich finde, beim Handspiel sollte man mal künstliche Intelligenz in Angriff nehmen, dass irgendein Computerprogramm entscheidet, ob das eine natürliche oder unnatürliche Bewegung ist. Die Handspielregel ist so deutlich besser. Die Absicht muss klar erkennbar sein. Wer nur angeschossen wird, begeht keine strafbare Handlung. Von daher, glaube ich schon, muss man das dem Gefühl und auch dem Blick des Schiedsrichters überlassen. Schon interessant, mal zu hören, wie das der Kunde, der Fan aufnimmt. Es wurde ja geändert. Ist es denn jetzt aus Schiedsrichtersicht, aus deiner Sicht besser, die neue Auslegung der Handspielregel? Die Richtung stimmt, so würde ich es mal formulieren. Also jetzt die Absicht wieder mehr in den Fokus zu setzen, ist richtig. Hat man auch bei der Euro gesehen. Paradoxerweise ist das Handspiel, was eigentlich die ganze Euro dominiert hatte, dieses Handspiel des Italieners im ersten Spiel, dann von der UEFA hinterher doch als eigentlich strafbar bewertet worden. Der Videoschiedsrichter hat kein Spiel mehr bekommen. Persönlich haben wir es alle gefeiert, dass jetzt endlich wieder nur noch die Absicht im Vordergrund steht. Die einzelnen Unterparameter sind also geblieben. Und je mehr Parameter man Menschen mit auf den Weg geht, desto wahrscheinlicher ist, dass einer mal nach rechts und der andere nach links abbiegt. Das heißt, die Richtung ist erstmal tendenziell korrekt, aber die Parameter sind dann doch wieder geblieben, wie unnatürliche Vergrößerung. Und das wird automatisch wieder Spielraum geben und haben wir auch in den ersten zwei Spieltagen schon gesehen. Gehen wir mal rein in ein paar Szenen, das macht das Ganze einfach noch ein bisschen deutlicher, würde ich sagen. Also, Handelfmeter gegen den VfB Stuttgart für Leipzig am Freitagabend. Kempf hat den Ball an der Hand und jetzt bin ich gespannt, was du sagst, Manuel. Hättest du das gegeben oder nicht? Ja, also der hat halt die ganze Zeit die Hand draußen, um eigentlich mehr oder weniger den Gegner wegzudrücken, wie wir das auch letzte Woche bei Köln-Hertha hatten. Und das ist halt so ein Problem. Bei Köln-Hertha hat man dann gesagt, ja, der hat zwar die Hand draußen, aber ist eigentlich... Köln-Hertha kommen wir noch, aber bleiben wir mal bei der Szene. Beispiel. Deshalb, das ist so auf dem Feld nachvollziehbar für mich, dass er denkt, Mensch, der Arm ist ganz weit draußen, der blockt den Schuss aufs Tor. Wenn man jetzt aber dann die Zeitlupe sieht, sieht man, der Arm geht schon runter. Will er das wirklich? Nee, er geht sogar ein bisschen raus, wird noch leicht abgestriffen vom Körper. Man sagt ja auch, Abpraller vom Körper sind dann eher nicht als strafbar zu bewerten.
werden. Das war ja eindeutig einer. Es sei denn, die Hand ist halt vorher schon so strafbar weit draußen, dass man es trotzdem hat. Darüber kann man hier diskutieren. Deshalb ist es auch, finde ich persönlich, nichts für einen Videoschiri. Hier gibt es Argumente dafür und dagegen. Tendenziell, wie hättest du denn gepfiffen? Tendenziell ist für mich eher keiner sozusagen, weil er sozusagen vom Bauch dann an den Arm springt. Das wollte er gar nicht. Er war gegnerorientiert. Ist aber so eine Entscheidung, die ist für mich auf dem Platz nachvollziehbar entschieden. Wenn man es jetzt hinterher auf mehr analysieren würde, würde ich eher sagen, ist es für mich kein strafbares Handspiel, gerade wenn man die Absicht wieder in den Vordergrund drücken will. Stefan? Gehst du da mit? Also ich bin kein Schiedsrichter. Das weiß ich. Und auch kein Spieler von RB, auch kein Fan von RB, so wie du. Aber ich hätte hier gesagt, Elfmeter, ja. Nee. Du nicht? Absolut nicht. Nee. Weil er eben hier, zuerst hier hingeht und hier hingeht. Wenn wir über Absicht sprechen, das war mit Sicherheit keine Absicht. Also das kann man erkennen, dass es keine Absicht war, glaube ich. Also mir ist es auch tausendmal lieber, dass wir eine einfache Regel haben, als wir diese Regel, die wir jetzt die ganze Zeit hatten. Weil dann sind die ganzen Abwehrspiele, und es war ja furchtbar, nur noch mit den Händen auf dem Rücken, wenn der seitliche Ball reinkam, eine völlig unnatürliche Haltung, dass jeder nur noch so rumlaufen muss. So kannst du ja nicht verteidigen. Nein, so kann man nicht verteidigen. Und deshalb ist die Regel viel einfacher. Aber Armin, du als Spieler früher, du konntest ja richtig gut kicken. Du zwirbelst das Ding da aufs lange Eck und der hält den hier mit der Hand auf, egal wo der die Hand, warum er sie da hat, ob er ein Flugzeug einwinken will, was auch immer, dann willst du einen Elfmeter gefühlt. Ich will den auch und ich wollte den auch. Ich bin Fan von Mainz 05, nicht von RB Leipzig. Das nur am Rande. Weil es gibt nur einen Verein, den man in seinem Herzen hat. Bei Frauen ist das manchmal anders, aber bei Vereinen ist es Leipzig. Kennst du auch. Aber ist ja schon mal ein gutes Beispiel. Schon wieder heiß drauf hier, der Kollege. Aber ist ja schon mal ein gutes Beispiel, wenn wir schon eben so diskutieren, und hier gibt es verschiedene Meinungen, die sind auch alle nachvollziehbar, dann ist es eben kein Beispiel für einen Videoschiedsrichter-Einsatz. Deshalb ist es dann eben die Kompetenz. Aber selber anschauen als Schiedsrichter auf dem Feld, sich die Slow-Mos anschauen? Das ist das grundsätzliche Problem, dass ich finde, es gibt noch keine Philosophie beim Videobeweis in Deutschland. Wir hatten eine Philosophie bei der Europameisterschaft. Aber wir sind jetzt im fünften Jahr Video. Ja, genau, aber wir sind mal irgendwie gewesen, höhere Eingriffsschwelle, dann haben wir doch wieder detailorientiert dahin geschaut. Dann sollte man sich's anschauen, dann doch nicht anschauen. Das hört sich so technokratisch an, höhere Eingriffsschwelle. Das ist DFB-Sprech, oder? Das ist DFB-Sprech. Man akzeptiert sozusagen die Entscheidung vom Schiedsrichter auf dem Feld, sie ist ganz krass und glasklar falsch. Aber grundsätzlich, man kann ja über die Philosophie diskutieren, ob die auch bei der Euro richtig war. Sie hat immerhin im Halbfinale zum falschen Elfmeter geführt. Aber es war zumindest eine Linie, und da muss man halt hinkommen, dass man sagt, ich will entweder wirklich nur die Schwalbe des Jahrhunderts, ich will das Handtor oder ich will kleinteiliger werden. Aber da brauchen wir mal so eine grundsätzliche Ausrichtung, und die fehlte mir also bis jetzt immer noch. Wir können es ja nicht letztgültig klären. Der Videoschiedsrichter hat, glaube ich, mehr Fairness gebracht, keine Frage, aber es wird niemals dazu führen, dass es keine Diskussionen gibt, weil im Endeffekt, selbst mit den Videobildern, gibt es unterschiedliche Auslegungsmöglichkeiten. So ist das einfach. Und deswegen machen wir einfach mal weiter, weil ich finde das sehr interessant und ganz zielführend. Wir haben das Spiel vom Sonntag, Hertha gegen Köln, letzte Woche. Da haben wir eine Szene, da gab es keinen Elfmeter. Flanke sieht man erstmal noch nicht. Denkt man, Psychos wäre mit dem Kopf dran. Schiedsrichter geht raus und dann gucken wir noch mal ein bisschen genauer hin. Ja, grundsätzlich bin ich halt ein Freund davon, sich Dinge auch anzuschauen, weil die Kompetenz soll auf dem Feld sein. Und wenn ich was nicht gesehen habe und wie mir berichtet wurde, hat Robert Hartmann das nicht wahrgenommen, dann finde ich es richtig, dass er sich als Schiedsrichter auf dem Feld selber einen Eindruck verpasst erstmal. Das finde ich grundsätzlich richtig. Und genauso, wenn ich denke, okay, ist vielleicht doch umstritten, schaue ich es mir auch nochmal an. Letztendlich geht es für den Fußball darum, die richtige Entscheidung dann zum Schluss rauszutreffen, wenn ich so eine umstrittene Situation, spielentscheidende Situation habe. Aber auch da gab es in Diskussionen, ja, es soll nicht so viele Unterbrechungen geben, aber um wie viele Szenen geht es? Um ein, zwei Szenen vielleicht pro Spiel? Aber ich finde, diese Zeit sollte sich der Fußball nehmen, wenn man damit dann die richtige Entscheidung treffen kann. Und das war so eine Szene, fand ich richtig gelöst von Robert Hartmann. Er ist rausgegangen, er hat sich's angeschaut und er hat gesagt, ja, es war so ein bisschen Arm vorne weg. Da kann man jetzt auch sagen, ja, die Flanke kam ja, er hat es lange gesehen, er konnte sich darauf einstellen. Wahrscheinlich wäre letztes Jahr noch gepfiffen worden mit diesen anderen Parametern, aber ich fand richtig, hier nicht zu pfeifen. Und analog zur Leipzig-Szene hätte ich mir gewünscht, dass beide Szenen dann eben eher nicht gepfiffen werden für eine Einheitlichkeit. Gucken wir nochmal auf eine Szene von gestern, Elfmeter für Fürth. Und da ist dann schon die Frage, kann der Abwehrspieler
von Bielefeld irgendwas eigentlich machen. Also wir sehen es jetzt hier in der Totalen noch nicht so richtig, aber dann kommt die Zeitlupe. Der Ball ist an der Hand, klar. Der Spieler von Fürth hat aber die Fußspitze auch noch dran. Wie siehst du das, Armin? Er gibt den Elfer und das muss auch einer sein. Das war für mich ein Elfer. Ja. Also bei dieser Situation die Hand so rauszunehmen, ist für mich nicht natürlich. Stefan, du bist da auch, oder würdest du, weil ich finde, also der Spieler von Fürth mit der Fußspitze noch dran, 20 Zentimeter von der Hand entfernt, macht es für den Abwehrspieler natürlich schwierig, da irgendwie noch zu reagieren. Aber es war ein klares Handspiel, wobei im Rückraum jetzt nicht jemand steht, der irgendwie... Das bei Leipzig gegen Stuttgart war dann auch ein Handspiel. Also, da hat er ja... Da gab es ihn und hier gab es ihn auch. Ja. Du würdest sagen, das ist richtig, ja? Ja, aber ist in einen Körperfeuer gesprungen. Weil wenn ich schon bei Leipzig sage, das ist ein Elfmeter, muss das auch Elfmeter sein. Und bei Leipzig war bei Kempf war aber vom Körper Bauch aus. Und dann geht ein Arm. Ja, aber und hier ist nichts dazwischen, sondern der geht direkt so an den Arm. Also nee, vorher war ein Kontakt. Unmittelbar vor dem Handspiel war hier in der Szene ein Kontakt. Vom Fuß, Abwehrspieler mit dem Fuß. Genau. Ne? Aber hier, hier geht es dann sozusagen auch um die Armhaltung, die halt sehr weit draußen ist von Anfang an. Sieht fast auch ein bisschen wie Absicht aus, dass er da so hingeht, den Ball vielleicht blockt. Ein bisschen untypisch, weil eigentlich geht der Ball ja vom Tor weg. Aber manchmal gibt es auch, man steht nicht richtig, man beißt nicht richtig. Aber es sieht so ein bisschen unnatürlich absichtlich aus. Nee. So, das ist kein natürlicher Bewegungsablauf, wenn ich da sozusagen aber das so hingehe. Das ist keine Absicht, Manuel, das tut mir leid. Er drückt ja mit dem einen Arm den Spieler weg. Und nimmt das, damit er in der Balance bleibt. Also das ist ja keine Absicht. Nein, ich sage, es sieht ein bisschen so aus. Ich bin aber auch bei dir. Für mich entscheidender ist, dass die Hand ganz weit draußen ist. Und die ist wirklich so weit draußen, dass er für mich... Michael, hält's nicht mehr aus. Ja, mich macht das fertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Seit 4, 5 Jahren reden wir nur noch darüber. Ich wundere mich, dass die DFL... ist da auch leidgeprüft. Ne? Ja, aber natürlich reden wir immer wieder drüber, weil es immer wieder Entscheidungen gibt, die so... Es wird halt immer irrer. Und ich frage mich, warum die DFL noch nicht die Handszene der Woche vermarktet. Also jetzt mal ernsthaft. Wir haben 5 Stück. Wir machen das hier. Ja, das muss man doch eigentlich mal längst schon vermarkten, das Ding. Ja. Aber die unnatürliche Vergrößerung gibt es immer noch. Und wenn man jetzt wirklich den Arm hier auf Schulterhöhe so weit draußen hat, dann bin ich bei Armin, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich dann auch strafbar. Weißt du? Ob es Absicht ist ja nicht nur direkt, dass ich es wirklich will, sondern wenn ich es einfach in Kauf nehme. Hm. Das ist wie wenn ich bei einer Flanke die verhindern will, dann stelle ich mich so hin oder ich stelle mich so hin. Dann will ich auch nicht, dass er da hingeht, aber wenn ich mich so hinstelle vor einer Flanke und mich damit breiter mache, dann nehme ich es in Kauf. Und das ist so ein bisschen hier in der Situation. War doch die Szene bei Leipzig nochmal gegen Stuttgart, weil ich lasse das nicht auf mir sitzen. Nein, du hast der Ball zwar hier gegengeschossen wird, er aber hier den Arm hat und der Ball geht dann hier gegen die Hand, unmittelbar vor dem Tor, dann ist es doch Elfmeter. Der hat den Arm aber beim Gegenspieler gehabt. Also der war beim Gegenspieler. Ja, aber muss ich mir jetzt von jedem Spieler eine Psychoanalyse schicken lassen? Oder? Nein, hier war der Gegenspieler. Wie die Befindlichkeit gerade ist. Bei Stuttgart hat er hier den Gegenspieler gehabt. Deshalb hat er den Arm da gehabt. Ja, es war jetzt der Unterschied zu dem anderen. Ja, warum? Es gab doch die große Sorge der vielen Fußballtraditionalisten, die gesagt haben, oh mein Gott, der VAR, was soll er denn zum Fußball gehören? Die Diskussionen dazu, die gibt es in Zukunft nicht mehr. Und dass wir haben die schöne Nachricht geben können, heute ist der Beleg dafür. Dass es weiter diskutiert wird und dass es weiter ein kann man nicht. Ja, aber wir kommen ja überhaupt nicht vor. Also Fürth ist eben 100% Hand. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und eben in Leipzig gibt es Argumente dafür und dagegen. Und deshalb sage ich, du hast ja auch recht. Es gibt da nicht richtig oder falsch. Es gibt viele Szenen im Fußball, die sind grau. Und der eine bewertet sie so und so. Und es gibt Argumente, da hast du vollkommen recht. Du kannst sagen, nö, das ist für mich unnatürlich, der hat die Hand da draußen. Und es gibt andere, die sagen, nee, aber der genau ist gegnerorientiert und der prallt vom Körper ab, deshalb pfeife ich es nicht. Genau so. Das ist das Problem, weil es Argumente dafür und dagegen gibt. Und dann gibt es einen, der muss entscheiden. Entscheidet und der liegt mal daneben. Und nicht oder trifft die Mehrheitsmeinung oder nicht. Sitzt. Das wird sich nie ändern. Trotzdem, zwei Szenen habe ich noch, die ich wichtig finde. Einmal ein abgepfiffenes Tor von Simon Zoller. Da haben jetzt viele gesagt, Mensch, da war doch niemals Absicht. Aber Manuel, du kannst es erklären, warum dieses Tor trotz Handspiel, sondern wegen Handspiels zuvor aberkannt wurde. Ja, das ist auch eben 100% richtig, das abzuerkennen. Weil bis letzte Saison war es noch so, dass man sozusagen kurze Zeit davor weder absichtlich noch unabsichtlich handspielen soll. Jetzt ist ja noch enger gefasst, der das Tor schießt, der darf halt nicht irgendwie mit der Hand an den Ball kommen. Und der kommt halt hier total unabsichtlich mit der Hand am Ball. Und das ist regeltechnisch so definiert, weil man wollte nicht, dass rund um die Torerzielung
Handspiele dazu mitführen, dass man ein Tor schießt. Passiert das gleiche im Mittelfeld und der Ball wird rechts rausgespielt, die Flanke kommt, Kopfballtor, das ist kein zählt das Tor. Ja. Es geht also wirklich nur um den Schützen, der das Also wir werden unserem Bildungsauftrag hier im Doppelpass gerecht und bringen etwas mehr Licht ins Dunkel, was das Handspiel angeht. Wobei Michael ist noch nicht letztendlich überzeugt. Aber eine Thematik haben wir noch. Pokalspiel, Wolfsburg, Preußen-Münster, Wechselfehler von Van Bommel. Letztlich ist es jetzt so, er hat einen Spieler zu viel eingewechselt. Urteil ist, Preußen-Münster ist weiter, Wolfsburg ist raus. Der DFB sieht sich in keiner Verantwortung. Wer ist aus deiner Sicht verantwortlich? Weil da gibt es einen, der das Spiel leitet auf dem Spielfeld, der für alle möglichen Sachen, für Stutzen, für die Stollen, für keine Ahnung, ob jemand noch einen Ohrring drin hat. Überall ist er für verantwortlich, aber ob einer zum fünften oder zum sechsten Mal wechselt, nicht. Für mich haben hier beide Fehler gemacht. Es gab extra eine Woche vorher ein Schreiben, wo nochmal darauf hingewiesen wurde. Ich kann die Verwirrungen verstehen, weil das ist auch bis jetzt in der Mittelrheinliga anders als im Regionalverband West und wieder anders als in der Bundesliga und in der B-Jugend-Bundesliga nochmal anders mit Slots und mit Anzahl. Es ist momentan sehr kompliziert, muss man echt sagen. Und trotzdem ist natürlich die Aufgabe des Schiedsrichters, sich vor dem Spiel zu dem laufenden Wettbewerb die Bestimmungen durchzulesen. Und Wolfsburg hätte natürlich das auch in dem Augenblick wissen müssen und gar nicht erst den Wechsel anmelden müssen. Aber letztendlich ist der Schiedsrichter verantwortlich. Also das sehe ich auch komplett anders, als der DFB jetzt gerade entschieden hat. Die haben ja auch Paragraph 17 Absatz 4 verwiesen, nicht spielberechtigter Spieler. Nicht spielberechtigter Spieler ist eigentlich gesperrter Spieler oder der Wechsel war nicht gültig. Aber das ist Regel 3, Zahl der Spieler. Wir wissen, wir dürfen mit 11 Leuten spielen und wir wissen, wir haben so viele Anzahl an Auswechslungen. Mhm. Und das legt der Landesverband fest. Und bei gerade Auswechslung ist es explizit sogar so, dass der Spieler nur mit Zustimmung des Schiedsrichters das Spielfeld betreten darf. Und das ist explizit so geregelt und wenn er das sogar irregulärerweise macht, muss er ihn sogar verwarnen. Das heißt, das ist ein klarer Regelverstoß und wie ich aus FIFA-Kreisen gehört habe, sind die auch sehr verwundert gewesen über das erste Urteil und ich bin gespannt. Also deiner Meinung nach wäre es richtig gewesen, da ein Wiederholungsspiel zu machen? Ich bin jetzt kein Jurist, möchte mir auch nicht anmaßen. Nein, aber du hast eine eigene Meinung. Für mich ist das ein Regelverstoß und ein Regelverstoß, der gravierende Auswirkungen aufs Spielgeschehen hat, führt zu einer Wiederholung. Wolfsburg hat einen Fehler gemacht, deshalb können sie das Spiel auch nicht gewinnen. Also es ist nicht jetzt alleine Schuld des Schiedsrichters, aber die Schiedsrichter haben in dem Augenblick, vierter offizieller Schiedsrichter als Hauptverantwortlicher, sind ihrer Pflicht nicht nahegekommen und das ist einfach Zahl der Spieler, Regel 3, hört sich einfach an, aber ist eine der komplexesten Regeln, glaubt man gar nicht. Und die hätten diesen Wechsel verhindern müssen. Und das wär, dann wäre es dazu gar nicht gekommen. Und deshalb, oder bist du dann als Trainer, als Marc van Bommel, doch verantwortlich? Auch aus deiner Sicht als Ex-Trainer? Ja, normalerweise hast du natürlich jemanden, der die Auswechslungen vornimmt, also beziehungsweise der dafür zuständig ist. Heutzutage ist es ja so, wenn du mal einen Spieler hast, der gesperrt ist und es von der vorigen Saison noch war und du hast nicht mehr daran gedacht, dass der jetzt nicht mehr spielberechtigt ist, dann kriegst du den gar nicht mehr rein. Du kriegst den gar nicht in das Computersystem gar nicht mehr rein. Also von daher ist es einfacher, früher erst mal einen Wechselfehler machen können, kannst du schon gar nicht mehr machen. So, jetzt ist das Pokalspiel. Und wenn die aber explizit noch nachgefragt haben, ob der Sechste okay ist, wenn wir den einwechseln und der Linienrichter dann auch sagt, oder der Vierte ja, sagt, ja, das ist möglich. Also bitte. Ich meine, dann hat man natürlich einen Fehler gemacht als Wolfsburg, dass man das nicht weiß, dass man nur 5, aber dann ist doch der Schiedsrichter mit dabei. Es gab so ein bisschen unterschiedliche Aussagen zu dem Vorfall, worauf sich wirklich die Nachfrage bezog, auf die Slots oder die Anzahl der Auswechslungen. Da steht ja so ein bisschen Aussage gegen Aussage, aber unabhängig davon, was ein vierter Offizieller sagt oder ein Schiedsrichter sagt oder denkt, wenn ich Polizist frage, darf ich 50 fahren und ich fahre 50 und es war 30, wird geblitzt, auch ein bisschen komisch so. Also man muss sich schon auf den Schiedsrichter verlassen können, aber letztendlich bei Auswechslungen, und das habe ich gesagt aus FIFA, auch aus IFAB-Kreisen gehört, ist man sehr verwundert gewesen und ich bin gespannt, ob das Bundesgericht dem folgt, weil eigentlich ist es ein Regelverstoß und der führt leider, wenn er Auswirkungen hat, zu einer Wiederholung des Spiels und irgendwie könnten doch auch beide damit leben. Ja. Münster kriegt nochmal die Chance, nochmal ein Spiel, noch vielleicht können sie es vermarkten. Damit haben sie auch sozusagen wie eine Art nächste Runde. Wolfsburg war eigentlich weiter, müssen aber nochmal antreten und vielleicht setzt sich ja Münster auch trotzdem in diesem Spiel durch. Also Manuel, wir sind gespannt, wie das weitergeht, ob da nochmal Bewegung reinkommt. Mach eine kurze Unterbrechung, du kommst aber gleich dran, weil gleich geht es um RB Leipzig. Szoboszlai mit einem super, super Spiel. Und die Frage, ist das die Freigabe sozusagen für Sabitzer? Willkommen zurück, Stahlberg Doppelpass. Hilton Hotel am Airport München. Schön, dass Sie weiter dabei sind. Und ich muss einige hier in der Runde enttäuschen.
Wir machen nicht weiter mit umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen. Schade, ne? Schade. 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 Hat die mich gerade eingegruft. Wir haben aber ein paar andere richtig gute Szenen und dafür ist jetzt zunächst Jana zuständig. Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug. Ja, wir schauen aufs Freitagabendspiel zwischen Leipzig und Stuttgart, das diesen zweiten Bundesligaspieltag eröffnet hat. Und man muss sagen, die Leipziger hatten Bock. Das war schon ordentlich Offensivspektakel, was uns da geboten wurde. Insgesamt 4 Tore gab es zu sehen. Wir schauen aber auf das 2:0 durch Emil Forsberg. Das Ganze direkt nach Anstoß zur zweiten Halbzeit. Und Stefan sagte eben zu mir, Jana, achte mal darauf, wie die Leipziger nach Pfiff zur zweiten Halbzeit spielen, und zwar direkt nach vorne. Die hatten also wirklich keine Zeit zu verlieren, und dann geht das Ganze über Nkunku auf Silva, und der legt dann mit der Hacke vor auf Forsberg und der dann vorbei an Florian Müller. Das Ganze hat 16 Sekunden gedauert. Wir haben die Uhr mal mitlaufen lassen. Also ich würde sagen, so geht Kombinationsspiel. Aber man muss sagen, der eigentliche Man of the Match dieses Spiels war ein anderer, und zwar mit einem Doppelpack. Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlberg. Yippie-yay-yay. Also das war ein tolles Tor, aber weil wir ja vorhin schon, du wurdest ja als Leipzig-Fan hier angekündigt, hast ja erklärt, dass du nur Mainz im Herzen trägst. Lass uns ein bisschen über Szoboszlai sprechen. Ist der sozusagen jetzt bei Leipzig der neue Hoffnungsträger? Wie erlebst du das da nach dem Spiel? Ja, dass das ein klasse Spieler ist, wussten wir schon, oder wussten alle. Der kam ja schon im Januar aus Salzburg auf einem kurzen Dienstweg. Ist ja das schon das eine oder andere Mal schon passiert, dass einer den Weg nach Leipzig gefunden hat. Und der hatte dann allerdings Probleme in südlichen Gefilden des Körpers. Schambeinprobleme, Adduktoren, der konnte ewig nicht spielen. Und es galt schon, also gab schon das Gerücht, dass es vielleicht sogar chronisch ist, ob er vielleicht gar nicht mehr auf die Füße kommt. Aber man hat ihn jetzt wieder hergestellt. Der muss zeitlebens seiner Karriere sehr auf seinen Körper aufpassen, dass da Stabilität drin ist. Aber unfassbar. Ich habe sowas, so wie der schießt, habe ich noch nie gesehen. Vielleicht Mario Basler noch, Effe, du kennst ihn. Mario hat wahrscheinlich auch so ähnlich geschossen. Der hat Senk, Spreiz und Blattfüße wahrscheinlich. Und ganz kleine Füße, hat er uns noch erzählt, 39. Also so ein Schussverhalten, der Torwart kann da auch nichts machen. Und im Zuge Szoboszlai, wie der jetzt da zugeschlagen hat gegen Stuttgart, ist man bei RB auch der Annahme, dass man eventuell Marcel Sabitzer zum FC Bayern München gehen lassen kann. Und ich glaube schon, dass der Transfer jetzt über die Bühne geht. Sabitzer hat das toll gemacht, 6 Jahre in Leipzig. Jetzt will er nochmal einen neuen Verein kennenlernen, dass es gerade die Bayern sein müssen. Naja, sei ihm verziehen. Dann können wir vielleicht mal rüberschalten nach München vors Tageshotel der Bayern. Da ist unser Bayern-Reporter Florian Plettenberg. Guten Tag, mein Lieber. Hallo in die Runde. Servus. Was hast du denn? Guck mal, deinen Applaus. Was hast du denn bisher gehört von Bayern-Seite zum Thema Sabitzer? Wir haben ja gerade so ein bisschen mitgekriegt, ja, bei Leipzig kann man sich das schon vorstellen, jetzt auch nach der Vorstellung von Szoboszlai, ihn abzugeben. Sind die Bayern bereit, ihn zu holen, und wie ist da der Stand der Dinge? Das ist die alles entscheidende Frage in diesem Poker, denn es ist ein Poker. Sabitzer, der möchte gerne zum FC Bayern. Der FC Bayern ist einer von 3 Optionen, wo Sabitzer sagt, das ist der Verein, wo ich mir zukünftig vorstellen könnte zu spielen. So hört man es aus Leipzig. Und die Bayern, sie wollen ihn, denn Julian Nagelsmann, das ist der Trainer, der Sabitzer ja groß gemacht hat, nochmal auf ein anderes Niveau gebracht hat. Er war sein Kapitän. Und er ist der Box-to-Box-Spieler, den Nagelsmann gerne noch im Kader hätte als Ergänzung zu Kimmich und zu Gazprom. Jetzt ist eben die große Frage, diese Information wurde mir heute auch nochmal bestätigt, wann zahlt der FC Bayern den Preis, den die Leipziger möchten? Es geht da um eine Summe überhalb der 10 Millionen Euro. Bekanntermaßen sind die Bayern etwas genötigt, noch die Scheine beisammen zu halten. Und wie man hört, soll sich dieser Poker bis so auf die letzten Tage des Transferfensters 27., 28., 29. möglicherweise herausziehen. Also ich rechne da mit einer ganz, ganz späten Entscheidung, aber ich rechne auch damit, dass Sabitzer noch in diesem Sommer zum FC Bayern wechseln wird. Fletti, danke für den Moment. Es hört sich an, als ob du da irgendwie im Sturm stehst und gleichzeitig am Flughafen und auf einer großen Kreuzung. Also der Ton war irgendwie etwas merkwürdig, aber wir haben dich verstanden. Stefan, würdest du anstelle von Hasan und Julian Nagelsmann Sabitzer
beim FC Bayern holen? Hilft er der Mannschaft weiter? Verstärkt er den Kader in der Form, wie das nötig ist? Würde schon weiterhelfen, ja, aber er ist Kapitän von RB Leipzig und ich glaube, dass er hier ein großes Zeichen setzen könnte, indem er sagt, in diesem Jahr haben wir sehr wohl die Chance, deutscher Meister zu werden mit RB Leipzig, deswegen bleibe ich hier und gebe alles, was ich habe in dieser Saison für RB Leipzig und gehe im nächsten Jahr oder in 9 Monaten oder 10 Monaten zum FC Bayern, spricht ja eigentlich nichts dagegen, zumal Csaboszlai ja verletzungsanfällig ist, du hast es ja gerade gesagt. Ich würde mir wirklich wünschen als Kapitän, dass er sich hinstellt und sagt, ich bleibe bei RB Leipzig in dieser Saison und verlasse im nächsten Jahr den Verein. Aber er will weg, oder? Ja, er will weg. Also ich meine, das mit dem Wünschen. Leipzig hat sich auch gewünscht, dass der Herr Nagelsmann sagt, ich bleibe bei RB und gehe nicht zu Bayern. Also ja, Wünsche haben wir in Leipzig, also einige. Er möchte weg, ja. Aber er ist ein wichtiger Baustein in diesem Team. Ne? Also das sollte man nicht vergessen. Und jetzt geht man vielleicht auch mal ein Stück weit an die Ehre ran und sagt, pass auf, du bist so lange in dem Verein, du hast ja was mit aufgebaut. Das hat er ja durchaus, hat einen mega Leistungsschub gehabt in den letzten Monaten und Jahren. Und ich glaube, dass das schon der entscheidende Spieler sein könnte in diesem Jahr, eben RB Leipzig vielleicht ganz an die Spitze mitzuführen. Ja, als Kapitän, nicht vergessen. Armin, ganz kurz, die Leistung von Leipzig war ja schon beeindruckend. Mhm. Oder? Brauchen Sie ihn noch, den Sabitzer? Oder glaubst du, die sind in allen Mannschaftsteilen so gut aufgestellt, dass es ohne ihn auch geht? Den Sabitzer kannst du natürlich immer brauchen, darum beschäftigen sich die Bayern natürlich auch mit ihm. Allerdings, wenn man mal schaut nach dem Klassenspiel, was sie gemacht haben, wer dann nicht gespielt hat bei Leipzig, muss man sagen. Olmo ist ja noch gar nicht dabei, Angelino auf der linken Seite nicht dabei, Paulsen ist draußen gesessen, Sabitzer ist draußen gesessen. Hat hier wirklich einen ausgewogenen Kader. Ich glaube, den ausgewogensten überhaupt in der Bundesliga. Mhm. Von daher, ja, die Frage ist, wie lange hat er noch Vertrag? Ja, ein Jahr. Nächstes Jahr kann er ablösefrei gehen. Wenn er ein Jahr bleibt, ist er nächstes Jahr ablösefrei. Also von daher wird Leipzig natürlich auch Interesse daran haben, ihn im Endeffekt zu verkaufen. Klar, Sabitzer wird auch Leipzig natürlich immer noch gut zu Gesicht stehen. Und das ist etwas. Wäre das nicht auch ein Wirkungstreffer der Bayern, die nicht nur dadurch Leistung zukaufen, sondern auch da einfach mal den Kapitän rausfischen und damit einen potenziellen Meisterschaftsrivalen destabilisieren? Es ist ganz schwierig. Reisen soll man nicht aufhalten, heißt das. Ah ja, komm. Ja, also jetzt danach. Aber. Das war bei Nagelsmann. Erinnern dich gleich dran. Ja? Ja, das war bei Nagelsmann ja genauso. Der wollte unbedingt weg. Er hat wohl fast Tränen gedrückt und hat zum Oliver Minzhoff gesagt, lass mich bitte in meine Lederhosen schlüpfen, dann lässt man ihn eben gehen und der Sabitzer will nicht bleiben. Ja, aber das ist ja eine andere Position. Das eine ist ein Trainer, das andere ist ein Spieler mit einem großen Kader. Aber nur noch ein Jahr Vertrag. Ja, aber warum soll Bayern München heute oder in einer Woche bitte schön Summe X ausgeben, wenn ich ihn doch in einem Jahr oder im Dreivierteljahr für null bekomme? Natürlich ist das Interesse. Aus Bayern-Sicht klar, aber RB würde doch. Ja, aber Forsberg war auch, ich habe auch oft gelesen, der will weg, der wollte schon 25 Mal weg und spielt immer noch bei RB Leipzig. Ein Spieler wie Sabitzer, Kapitän eines Champions League-Vereins, der auch immer das Potenzial hat, ins Halbfinale der Champions League mittlerweile zu kommen, Viertelfinale, Halbfinale, für 12 Millionen Euro zu kriegen. Also da musst du, ohne mit der Wimper zu zucken, zuschlagen als FC Bayern. Wenn sie das nicht können, wenn es da jetzt wirklich um 2 Millionen geht, dann haben wir, glaube ich, ein anderes Thema bei den Bayern. Ich bin mir relativ sicher, das ist das, was ich aus Leipzig gehört habe, dass es natürlich bei der Sabitzer weiß auch, dass er nächstes Jahr ablösefrei wäre. Ja. Und ein Spieler seines Potenzials, wo auch die Premier League mehrere Kandidaten hat, die ihn holen könnten, der kriegt dann, wenn er unterschreibt als ablösefreier Spieler, schnell auch mal einen zweistelligen Millionenbetrag allein für die Signing-Fee, für die Unterschrift. So, und da möchte er natürlich jetzt auch bei den Bayern ein bisschen was haben. Deswegen, glaube ich, sind die 12 Millionen nicht das reine Paket, sondern da geht es auch im Hintergrund noch um so ein paar Scheine für ihn. So, das macht das ein bisschen schwieriger. Aber wenn die Bayern 12 Millionen und da überlegen sie, das kann ich. Aber er sollte sportlich auch überlegen, dass er mit Sicherheit nicht gesetzt ist bei Bayern München. Das wird ist eine andere Kategorie. Das wird Julian Nagelsmann besprechen. Ne? Genau, und deswegen wollen wir noch mal rüberschalten zu Florian Plettenberg. Die Frage, was da der Wind macht und die sonstigen Geräusche. Aber ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser geht. Welche Rolle spielt da Nagelsmann? Und zweite Frage, gleich hinterhergeschossen, Tageshotel. Also hat er praktisch die Abläufe von Flick übernommen. Und noch eine dritte habe ich. Ich hoffe, du kannst dir das merken. Was mit Neuer? Spielt der eigentlich gleich? Jetzt muss ich mich richtig konzentrieren, aber erstmal zum Wind. Also hier ist eigentlich alles windstill. Ich habe neue AirPods, also Technik müsste eigentlich perfekt passen.
Jetzt fangen wir mal von vorne an. Also, wir wissen ja, Guardiola, der wollte ja damals Thiago, und dann hat er gesagt, Thiago oder nix. Jetzt hat Nagelsmann so einen Spruch noch nicht rausgehauen, aber intern hat er das schon zum Ausdruck gebracht, dass er den Sabitzer eben gerne hätte. Und ich möchte einmal korrigieren, es geht beim FC Bayern in dieser Transferperiode um vielleicht 2 oder 3 oder 4 Millionen Euro. Es haben sich einfach ein paar Kräfteverhältnisse verschoben und der FC Bayern muss einfach aufpassen. Und der FC Bayern will und wird nicht eben jeden Preis bezahlen. Und deswegen kann es aber trotzdem auch gut sein, dass man eben sagt, vielleicht kommt er eben ablösefrei dann im nächsten Jahr. So, das war jetzt, glaube ich, Frage 1. Dann schiebe ich die dritte Frage vorab. Das war Manuel Neuer, so ist mein Kenntnisstand, dass Manuel Neuer, dem geht's gut, der hat heute Morgen trainiert und hat signalisiert, dass er eigentlich bereit ist für das Heimspiel gegen Köln. Würde bedeuten, Neuer spielt trotz Kapselverletzung und Ulreich müsste dann wieder auf die Bank. Und die zweite Frage, das war ja, glaube ich, wie es hier so abgeht, also still ruht der See, die Bayern-Spieler hinter mir im Hotel, die trinken Tee, Kaffee, essen Kuchen, der ein oder andere schläft vielleicht, jetzt werden hier die letzten Details besprochen und dann geht es dann irgendwann gegen 3:30, 4:00 Richtung Allianz Arena und dann freue ich mich und da kann man sich, glaube ich, heute auf ein richtig gutes Heimspiel freuen, das natürlich ganz im Zeichen auch steht von Gerd Müller. Ohne Frage, danke, Pletti. Gut gemerkt, die Fragen und dann in unterschiedlicher Reihenfolge beantwortet, also 2 Daumen hoch von mir. Ja, natürlich im Zeichen von Gerd Müller, weil er das sagt. Natürlich Spiel in der Allianz Arena. Am letzten Sonntag haben wir die Nachricht erhalten, da waren wir gerade mit der Sendung zu Ende, dass Gerd Müller verstorben ist. Dass alle erinnern an diesen großartigen Fußballer und Mensch, ist ja klar und ganz besonders beim FC Bayern. Also das wird sicherlich, Stefan, auch noch mal ein bisschen emotional heute, ne? Ja, hochemotional natürlich. Er war ja nicht nur für den FC Bayern, sondern auch für ganz Deutschland und für die Fußballwelt ein ganz, ganz großer. Und ich hatte die Ehre, wirklich ein paar Jahre mit ihm auch zusammenzuarbeiten, mit ihm zu sprechen. Und das waren immer große Momente, es war eine große Ehre für mich. Und ich glaube, dementsprechend wird auch der Abend heute verlaufen im Stadion. Ja, und der FC Bayern wird alles dran setzen, ihm zu Ehren heute ein tolles Spiel zu zeigen, ohne Frage. Jetzt haben wir bei Nagelsmann einen dieser vielen Trainer, die neu kamen in dieser Saison. Ja, ist ja auch ganz lustig, die ersten 6 der letzten Tabelle haben alle den Trainer ausgetauscht, Nagelsmann beim FC Bayern. Wie siehst du das? Ist das für ihn eigentlich jetzt schwer? Muss er ganz anders arbeiten mit einem aus Stars sich zusammensetzenden Kader? Muss er mehr nur moderieren, Stimmung irgendwie hochhalten? Oder ist er da auch fachlich so wichtig und gefragt? Ich glaube, alles zusammen. Ich glaube, die Trainer, die bei Bayern am meisten Erfolg gehabt haben natürlich auch über das Zwischenmenschliche gut gearbeitet. Ob das Ottmar Hitzfeld war, ob das Jupp Heynckes war und jetzt auch Hansi Flick. Mhm. Ja, die haben die Spieler eben genauso genommen, wie man sie nehmen muss. Das muss man können, weil sie doch eine Ansammlung haben von wirklichen richtigen Stars, nicht von so Halbstars. Und das muss er mit Sicherheit können, aber ich glaube, das kann er. Fachlich musst du auch gut sein. Also diese Dinge musst du, wenn du mit dem Besten arbeitest, dann musst du mit natürlich auch richtig gut sein. Aber ich glaube, ganz entscheidend wird sein, wie er die Mannschaft dann führt. Ja? Mhm. Und er ist noch sehr jung, aber ich traue ihm das zu. Ich finde ja ganz interessant, Joshua Kimmich hat sich die Tage mal nach dem Supercup geäußert, so sinngemäß, wir können es auch gleich mal einblenden. Ja, wir haben ihm relativ schnell gesagt, das ist hier nicht mehr Leipzig, du bist jetzt bei Bayern, dann können wir auch mal ein Finale gewinnen. Das ist vielleicht was Neues für dich, so ungefähr. Das ist der Originalsatz. Wir haben ihm direkt mal gezeigt, dass er nicht in Leipzig ist, sondern Bayern, da kann man auch mal ein Finale gewinnen. Jetzt kann man sagen, ja, herrlich, die haben da einen guten Umgang miteinander. Aber ist das auch so, was Autorität angeht, irgendwie ein bisschen schwierig? Oder würdest du sagen, ist okay? Das heißt ja nichts anderes, als dass Sabitzer jetzt kommt und Kimmich verkauft wird. So schlimm ist es, ja? Nein, weil damit wollte er schon zeigen, na, hier ist ja, der große. Ja, hättest du das bei einem Felix Magath oder ich weiß nicht, auch so lässig gesagt, so ungefähr. Ne? Also, ja, mit anderen wärst du wahrscheinlich nicht so umgesprungen, mit erfahrenen Spielern, zum Beispiel mit Jupp Heynckes. Also ich glaube, das hätte er nicht gesagt, wäre Jupp Heynckes noch Trainer oder Ottmar Hitzfeld oder Ancelotti, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich sehe das jetzt eher, ja, das ist halt ein bisschen Humor, welche Art von Humor auch immer, aber... Mhm. Das kann ja auch davon, kann ja bedeuten, dass sie sich jetzt schon richtig gut verstehen, dass man sowas sagt. Das kann ja auch sehr positiv sein, dass der Trainer eben auch richtig gut angekommen ist schon bei ihm.
Also ich glaube, ihr habt doch letzte Woche hier auch die Fußnägel von Müller, ja. Von Thomas Müller auch schon gehabt. Was, vor zwei Wochen kann sein. Wir hatten sie auf jeden Fall. Vor zwei Wochen, ne? Das zeigt ja irgendwie, also ich würde das als rein positives Signal deuten. Das ist jetzt erst, also ja, das Zwischenmenschliche ist ganz, ganz wichtig bei den Bayern. Das sind alles kleine Ich-AGs, diese Spieler mit ganz vielen Menschen um sich herum, Beratern, Familie, die dir natürlich alle permanent einreden, du bist eigentlich der Wichtigste, du musst spielen, wie kann das sein? Das alles zu managen ist im Zweifel die größere Aufgabe als jede kleine Trainingseinheit. Mhm. Aufzustellen. So, und das kann er aber, weil er, glaube ich, diese neue Generation da total gut abholen kann und das auch mit einem Spruch zur richtigen Zeit. Und das würde nicht so ein Feedback geben aus der Truppe und so eine Sprüche geben, wenn es nicht diese Ebene gäbe. Ja, also der, eher ein gutes Zeichen für euch. Hat er selber wieder, wirklich, er kann sich auch selber dann auf die Schippe nehmen, mit dem er gesagt hat, ja, er hat so kleine Hamsterzähnchen und deshalb will er Titel hamstern. Also das ist etwas, wo er auch Empathie natürlich nach außen strahlt. Und das braucht so eine Mannschaft auch. Also das ist er auch. Ne? Also ich glaube nicht, dass er einfach die Dinge so sagt, sondern dass er sie auch tut. Das, glaube ich, ist das Wichtige. Wir haben gleich noch eine wirklich irre Szene. Und zwar von Hertha BSC Berlin. Als zwei im Sandkasten mit ihrem Schäufelchen kamen und sagten, ich möchte aber, nein, ich möchte aber. Der Streit um die Ausführung des Elfmeters. Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Dann sind wir wieder da, hier bei uns in München im Airport Hilton mit dem Stahlberg Doppelpass. Und mal reinspaziert bei uns in den Stahlberg Doppelpass im Airport Hilton in München. Hajo von Hadeln und Band begrüßt uns musikalisch wie immer. Und jetzt kommt Jana dran. Ja, mit einem großen Dankeschön, denn wir konnten ordentlich Spenden heute einsammeln hier aus unserem Publikum. Ich lese die Namen einmal vor. Und zwar einmal geht der Dank raus an den Fanclub Obing 84, an Gerhard vom TSV Bigge Holzberg, an SV Heim Ming aus Tirol und an Martina Wegmann. Insgesamt sind 110 Euro zusammengekommen. Das ist eine ordentliche Summe. Vielen Dank dafür. Natürlich am Ende alles für den guten Zweck. Ja, und ich werf gleich auch noch mal ein bisschen was rein, weil ich muss jetzt eine Phrase sagen, um mich selbst stark zu reden in unserem Tippspiel. Abgerechnet wird zum Schluss, denn ich belege derzeit den letzten Platz bei den Experten. Ich glaube, da muss ich mir noch mal ein paar Tipps abholen. Stefan oder Flo, ich glaube, bei euch läuft es ein bisschen besser. Da werde ich noch mal nachhaken, aber natürlich auch an Sie zu Hause der Hinweis, Sie können gerne mitmachen bei unserem Tippspiel. Kostenfrei auf Sport 1, gibt tolle Preise zu gewinnen. So, nicht nur ich zahle gleich noch mal ins Phrasenschwein ein, sondern ich glaube, Manuel, da habe ich mir auch noch was gemerkt. Ja, da haben wir nämlich vorhin haben wir gesagt, das machen wir dann gleich. Du dürftest jetzt, wenn du willst. Du hast vorhin, glaube ich, Video ist aus München, oder? Ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Aber und wenn nichts war, dann ist es auf jeden Fall für einen guten Zweck immer. Und dass ich im Tippspiel da relativ weit oben bin, kann gar nicht sein. Ich habe wirklich nur daneben getippt, also zumindest bei diesem Spieltag. Du, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Mitmachen und sich messen mit allen anderen und natürlich auch mit unseren Experten. Ja, jetzt die Diskussion, die wir gerade angestoßen haben, Hertha BSC. Der Streit um die Ausführung des Elfmeters zwischen Luke Bacchio und Selke. Stefan, ist das gut, dass da zwei schießen wollen oder ist das ein schlechtes Signal, dass die sich da so öffentlich kabbeln? Wie siehst du das? Ja, sieht nicht wirklich nach Hierarchie aus, würde ich mal sagen. Also normal weißt du, wer schießt vor dem Spiel. Ist eigentlich klar, oder derjenige, der eigentlich schießt, gibt freiwillig ab, aber eine Diskussion wurde in meiner ganzen Karriere und vielen Spielen, die ich hatte, nie geführt. Nein. Wie hättest du es denn gelöst, also in dem Fall? Weg. Du wärst weggegangen, hättest gesagt. Nein, der andere. Nein, die wären ja gar nicht gekommen. Ach so. Aber es gab doch Situationen, wenn jemand, also ich, du hast mir vorhin mal erzählt, Champions-League-Finale, genau, kam Champions-League-Finale zu dir. Im Mailand, genau, gegen Valencia. Wir haben in der regulären Spielzeit, ich glaube, nach 6 Minuten Elfmeter bekommen. Ich wurde gefoult. Scholl hat gesagt, ich möchte schießen. Und ich gucke schon auf die Körpersprache dann. Und der war sehr überzeugend, dass ich gesagt habe, dann mach es. Pizarro kam mal und hat mich gefragt. Überhaupt kein Problem. Also, war die Szene, die den Doppelpass für heute beschließt. Tobi, du hast noch was auf den Lippen, aber ganz kurz. Weil Freddy Bobic zu sehen war, der fand es überhaupt nicht gut, ne, was ich heute Morgen gehört habe. So, ne, weil die Spieler haben es so verkauft, ist doch toll, wenn alle wollen. Aber der Chef hat mal ganz klar gesagt, das gibt's nicht wieder. Ja, wir werden am kommenden Sonntag vielleicht darüber auch noch mal sprechen, weil der Geschäftsführer von Hertha dann hier ist, Carsten Schmidt. Die Hertha spielt
am Samstag bei den Bayern. Die haben bisher keinen Punkt. Ob sie dann am Sonntag nächste Woche mit Punkten hier sitzen, werden wir sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr drauf, dass er kommt. Ich bedanke mich bei euch für die lebendige Runde. Manuel, vielen Dank. Wir haben noch ein Bier. Ich muss mal schauen, wer wo. Ich glaube, das ist deins. Dann stoßen wir noch mal an. Und ich wollte Ihnen noch sagen, dass es noch die Bundesliga-Show gibt mit Thorsten Behr. So schaut es aus am Montag. Wir haben den Doppelpass, zweite Bundesliga und alles, jede Menge. Das war's. Zum Wohl, die Herren. Danke fürs Zuschauen. Grüße nach Hause. Bis bald.